Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute zu unserem ersten MV-Effizient-Hybrid-Stammtisch begrüßen zu dürfen. Wir begrüßen die Teilnehmer vor Ort im Publikum, genauso wie die Teilnehmer an den Computern, denn wir werden in diesem Hybrid-Stammtisch sowohl die Veranstaltung in Präsenz durchführen, als auch als Online-Webinar, an dem Sie an Ihrem Computer teilnehmen können. Ich werde versuchen, das Ganze gut zu verbinden. Möchte mich zunächst einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Arne Rakel von der LEKA. Und wir sind heute hier mit einem Team, das im Hintergrund alles am Laufen hält. Das ist Frau Kopp und das ist Frau Kurt. Die betreuen ebenfalls den Chat, die Vorträge und ihre Beteiligung übers Internet. Weiterhin möchte ich Herrn Dirk Lange begrüßen, der zu meiner Linken sitzt. Herr Lange ist von der Firma Nibe, ein Wärmepumpenhersteller aus Schweden. Und arbeitet für die Nibe Systemtechnik. Das Thema der heutigen Veranstaltung ist Heizen und Kühlen mit Wärmepumpen im Gewerbe. Dazu möchte ich Ihnen vorneweg noch ein paar organisatorische Hinweise geben, wie wir das Ganze durchführen, wie wir das gliedern. Das bedeutet, wir werden insgesamt hoffentlich mit 1,5 Stunden auskommen. Das heißt, die Veranstaltung dauert bis 11.30 Uhr. Und wir werden beginnen mit zunächst zwei Vorträgen. Ein Vortrag zu grundsätzlichen Fragen bezüglich der Wärmepumpen und des Wärmepumpeneinsatzes. Und dann werden wir Fragen aus dem Podium und aus dem Chat beantworten. Und im zweiten Vortrag wird Herr Lange entsprechend seiner Profession zu den Wärmepumpen der Firma Nibe und Treibererfahrungen im gewerblichen Umfeld oder überhaupt im Einsatz von Wärmepumpen einen zweiten Vortrag halten. Auch dort können Sie sowohl als Anwesende als auch die Teilnehmer im Chat Fragen stellen, die wir dann sofort beantworten werden. Im Anschluss werden wir dann mit den Teilnehmern den hier heute vor unserem Gebäude befindlichen Nibe Showtrack besichtigen. Dort stehen die Wärmepumpen der Firma Nibe zur Besichtigung live und in Farbe. Entsprechend geschulte Mitarbeiter sind auch vor Ort, die erklären können. Die Online-Teilnehmer können wir dahin leider nicht mitnehmen. Deswegen werden wir dafür einen extra Film anfertigen, den wir in der nächsten Woche in unserer Mediathek dann für Sie zum Download oder zum Anschauen, genauso wie die Aufzeichnungen der heutigen Veranstaltung, abspeichern werden. So, jetzt möchte ich noch eine Sache ankündigen. Wir werden die Veranstaltung versuchen, ein wenig aufzulockern, indem wir die Online-Teilnehmer und auch die Anwesenden versuchen, durch Umfragen vom Schlafen abzuhalten. Nein, wir werden Sie fragen, wir werden Fragen stellen im Bezug und im Kontext zum Einsatz von Wärmepumpen, welche Erfahrungen Sie haben, ob Sie Sympathie haben oder ob Sie Abneigung haben, einfach um zu wissen oder zu erfahren, wie weit das Thema bei Ihnen schon fortgeschritten ist. So, diese Umfragen werden wir jetzt gleich mal üben, beziehungsweise die erste Umfrage starten. Meine Kollegin Frau Kopp stellt die erste Umfrage online. Die Teilnehmer sehen die hier auf dem Bildschirm. Und zwar ist die erste Umfrage folgende: Haben Sie in Ihrem Unternehmen einen ganzjährigen Heiz- oder Kühlbedarf? Da können Sie antworten: A, ja, B, nein oder C, ich bin mir nicht sicher. Das Ganze dauert dann circa 10 Sekunden und wir werden die Auswertung der Online-Umfrage hier auf dem Schirm sehen und die Teilnehmer entsprechend befragen, wie ihre Erfahrungen sind. So. Das Umfrageergebnis ist da. Es haben 77,8% der Unternehmer geantwortet, ja, sie haben einen ganzjährigen Heiz- und Kühlbedarf. Und nur 22% der Teilnehmer der Online-Umfrage haben gesagt, nein. Und keiner ist sich nicht sicher. Das ist sehr gut. Das bedeutet, der überwiegende Teil ist sich dessen gewiss, dass es ganzjährig einen Bedarf zum Heizen und Kühlen gibt. Zumindest die Online-Teilnehmer. Jetzt frage ich mal hier rein, können Sie das bestätigen? Die Anwesenden hier haben, denke ich mal, eine ähnliche Meinung dazu. Dankeschön, ja, für Ihre Resonanz. So wird es jetzt einfach gehen. Ich werde Ihnen bestimmte Ergebnisse aus der Online-Teilnahme einfach auch zur Debatte stellen. Wir werden darüber dann hier auch vor Ort reden und die Online-Teilnehmer können das ebenso hören. So, dann haben wir noch eine zweite Umfrage. Die zweite Umfrage lautet: Welches Haupthindernis sehen Sie denn, um eine Wärmepumpenanlage in Ihrem Unternehmen einsetzen zu können? Als Haupthindernisse haben wir verschiedene Antworten, die Sie ankreuzen können. A ist zu hohe Anschaffungskosten. B, es gibt nicht genügend Anreize vom Staat wie Fördermittel für die Anschaffung.
C, der Stromtarif für Wärmepumpen ist einfach zu teuer. Oder D, die Amortisationsdauer, also die Wirtschaftlichkeit, dauert zu lange, überschreitet die Vorgaben in meinem Unternehmen. Oder E, ich habe einfach zu wenig Kenntnisse darüber. Jetzt ist die Antwort der Online-Teilnehmer unterwegs. Und wir kriegen gleich die Auswertung und können dann hier auch nochmal in die Runde fragen. Die Auswertung der Umfrage hat, sie läuft noch, eine Sekunde. Zwei. Das Ergebnis? Das ist das Ergebnis schon. Okay, super. Also, dann haben wir jetzt endgültig ein Ergebnis. Das heißt, 85% haben gesagt, wir haben noch zu wenig Kenntnisse über die Wirtschaftlichkeit oder über die Hindernisse und Vorteile von Wärmepumpen. Hervorragender Grund, heute hier teilzunehmen, und das werden wir versuchen, in unserem Vortrag auch zu beantworten. Und 14% haben gesagt, naja, die Amortisationsdauer überschreitet die Vorgabe in meinem Unternehmen. Wie auch immer die sein mag. Natürlich wünscht sich jeder Unternehmer, dass es in kürzester Zeit sich alles rechnet. Aber da muss man halt genau hinschauen, wie viel Einsparpotenzial wirklich vorhanden ist. Das werden wir auch versuchen zu besprechen. So, jetzt haben wir die Umfragen also durchgeführt. Ich bedanke mich bei Ihnen online und habe jetzt hier auch nochmal die Frage in die Runde. Gibt es von Ihrer Seite aus noch explizit Gründe, die gegen eine Wärmepumpe sprechen? Vielleicht gibt es noch was Abweichendes, was Sie an Erfahrungen haben oder was bei Ihnen dagegen sprechen könnte, eine Wärmepumpe einzusetzen? Oder haben Sie sich mit den Fragen abgeholt gefühlt, mit den Antworten? Wie sieht das aus? Haben Sie andere Erfahrungen? Herr Wassermann. Ja. 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 Okay. Ja, danke schön. Ich werde das jetzt mal kurz wiederholen. Also es kam von einem Unternehmer aus dem Publikum, der berechtigte und sehr auch sehr ernstzunehmende Einwand, dass die Temperaturniveaus von der Wärmeerzeugung von Wärmepumpen im tatsächlich gewerblichen Einsatz, wenn es um Produktion geht, wenn es um Prozesstemperaturen geht, oftmals einem Einsatz ein wenig entgegenstehen, wobei man dazu sagen muss, ja, das sind dann Temperaturen oberhalb von 60 Grad, 70, 80, 90, fast 100 Grad. Da ist natürlich eine besondere Planung seitens des Herstellers und auch des Anlagenlayouts notwendig. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, dass selbst Wärmepumpen im noch nicht Großwärmepumpenbereich in der Lage sind, durch Zwischeneinspritzung und zweistufige Verdichtung auch auf Temperaturen 90, 95 Grad zu kommen. Das ist aber eine Planungssache, das muss man ganz klar sagen. Aber macht die Anlagen natürlich auch ein bisschen komplexer und entsprechend verlängert sich die Amortisationszeit. Das ist so. Gut. Dann würde ich jetzt zum nächsten Punkt kommen. Das heißt, ich würde Ihnen jetzt anfangen, das, was ich über Wärmepumpen weiß, ein bisschen näher zu bringen und hoffe, dass das für Sie interessant ist. Und wenn Sie Fragen dazu haben, sowohl hier die werten Anwesenden als auch die Teilnehmer im Online-Chat, stellen Sie Ihre Fragen über die Chat-Funktion. Meine Kollegin sammelt die und wir werden die im Anschluss dann besprechen. So, ja, es geht um das Thema Heizen und Kühlen mit Wärmepumpen im Gewerbe. Ich habe das Ganze ein bisschen gegliedert. Ich würde noch mal ganz kurz was zu uns sagen, wer wir sind, wer ist die LEKA, wer ist die Kampagne MV Effizient, was machen wir, warum machen wir es. Dann würde ich im zweiten Punkt dazu übergehen, wie man erneuerbare Energie und Abwärme mit Wärmepumpen zum Beispiel in Prozessen oder in Gebäudeklimatisierung einsetzen kann. Und der dritte und nicht minder wichtige Punkt ist tatsächlich, welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen? Sie haben sicherlich viel darüber gehört, dass das eine der zukünftigen Technologien ist, die zur Einhaltung der Klimaschutzziele geeignet sind. Und deswegen werden die vom Staat bzw. von den staatlichen Fördereinrichtungen auch mit entsprechenden Fördermitteln ausgestattet. So, zunächst einmal zur LEKA, die Landesenergie- und Klimaschutzagentur, ist ein relativ junges Unternehmen. Ich arbeite in der LEKA als technischer Berater für Unternehmen. Ich bin selber Maschinenbauingenieur, habe Energietechnik studiert, habe ein paar Jahre in der Entwicklung, in der Fertigung, in der Planung gearbeitet. Dann habe ich auch viele Anlagen selber eingebaut, als ich selbstständig war. Das sehen Sie unten auf den Bildern. Und jetzt bin ich als Berater für Sie im gewerblichen Umfeld unterwegs und komme zu Ihnen ins Unternehmen.
Das bedeutet, wir sind ein Team, ganz klar. Wir haben auch andere technische Berater am Standort Stralsund. Wir haben Mitarbeiterinnen in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeitsarbeit, im Marketing und auch in der, im juristischen Bereich, mit denen wir Ihnen zur Verfügung stehen für alle Fragen, die Sie zum Thema Energieeinsparung und Klimaschutz sowohl als Unternehmen als auch durch andere Teammitglieder abgedeckt aus dem Bereich der Kommunen und auch des, der Bürger können wir das Ihnen anbieten. Die Hauptaufgaben der LEKA, das vielleicht nochmal ganz kurz auf einer Folie, ist die Förderung von Klimaschutz und Umsetzung der Energiewende durch Information und Beratung. Das heißt, wir sind Ihr Lotse, egal ob Unternehmen, Kommune oder Bürger, wenn es darum geht, Energie einzusparen, erneuerbare Energien zu nutzen und letztendlich die Emissionen zu reduzieren. Wir beraten zum Bürgerbeteiligungsgesetz für Windkraft, genauso wie wir uns um die Akzeptanz für erneuerbare Energien einsetzen. Und nicht zuletzt natürlich, weswegen wir heute hier sind, übernehmen wir Beratung zur Energieeffizienzsteigerung in Unternehmen. So, die Kampagne MV Effizient ist eine auf 3 Jahre, jetzt um 1 Jahr verlängerte, also 4 Jahre angelegte Kampagne. Die Kampagne hat das Ziel, die Energieeffizienz in Unternehmen zu steigern. Und das natürlich, indem wir für sie Kosten, Energieverbräuche und Emissionen einsparen, helfen und damit letztendlich ihre Kostensituation, ihre Marktposition zu verbessern bzw. zu erhalten, gerade im Hinblick auf die kommenden steigenden Kosten durch die Nutzung möglicherweise noch fossiler Brennstoffe. Wie machen wir das? Wir sind Lotse, wir kommen an Bord, wir machen Erst- und Initialberatung in Ihrem Unternehmen, wir führen weiterführende Vermittlung mit Partnern durch, mit denen wir Sie vernetzen, seien es Fachplaner, seien es Gutachter, Energieberater oder Anlagenanbieter. Wir führen Stammtische so wie jetzt und heute in der Regel als Präsenzveranstaltung durch die Pandemielage dann gezwungenermaßen, aber auch als Online-Stammtische durch, wo wir interessante Fachvorträge vorbereiten und Ihnen anbieten. Und wir führen zum Ende der Kampagne, das wird schon Ende dieses Jahres sein, die Verlängerung war damals noch nicht bekannt, einen Wettbewerb durch, zu dem ich Sie auch ganz herzlich einladen möchte. Wenn Sie Energieeinsparmaßnahmen im Unternehmen durchgeführt haben, können Sie an unserem Wettbewerb teilnehmen. Der Wettbewerb ist ausgelobt für alle Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern und wird mit Sponsorgeldern, auch attraktiven Preisen und einer Auszeichnungsveranstaltung mit medialem Interesse durch den Minister, den Schirmherrn unserer Veranstaltung, dieses Wettbewerbes dann werden die Sieger ausgezeichnet. Also fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Suchen Sie die Öffentlichkeit, stellen Sie Ihr Unternehmen da vor, machen Sie mit, ich lade Sie dazu herzlich ein. So, dann kommen wir jetzt in der nächsten Folie, mal gucken. Irgendwas hakt. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen fachlichen Teil, nämlich die Nutzung von erneuerbarer Energie und Abwärmeströmen mit Wärmepumpen. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir immer das gleiche Schema verfolgen, wenn wir Energiefragen und Anlagen betrachten. Wir müssen zunächst einmal eine Standortbestimmung durchführen. Das heißt, wir müssen schauen, wie hoch sind Ihre Verbräuche, wofür fallen die Verbräuche an. Dann können wir in der Folge Optimierungen besprechen, Potenziale abschätzen und Maßnahmen aufsetzen. Und wenn Sie die dann mit den Partnern, die das realisieren können, durchgeführt haben, ist eine abschließende Prüfung oder Abschlussmessung erforderlich, damit Sie letztendlich feststellen können, was es gebracht hat. Das gleiche Schema und wir gehen in der Beratung genauso vor. Wir sind bemüht, zunächst erstmal zu schauen, wie wir bei Ihnen im Betrieb Leistungen anpassen können. Da haben Sie Überversorgung, haben Sie Unterversorgung, haben Sie möglicherweise Substitutionspotenziale, können wir eventuell etwas mit Synergieeffekten machen, wenn Sie Wärme, Kälte gleichzeitig benutzen. Da schauen wir schon drauf. Versuchen wir, Verluste zu lokalisieren und diese auch zu minimieren. Und nicht zuletzt, dann schauen wir uns um, wie in Ihrem Umfeld erneuerbare Energien nutzbar sind. Das heißt, es ist ja nicht überall möglich, aber man kann schauen, kann ich die Sonne nutzen, kann ich das thermische Potenzial des Untergrundes nutzen oder welche Abwärmeströme zum Beispiel kann ich für die Prozesse benutzen. Und das Ganze führt dann im günstigsten Falle im Ergebnis zu Energieeinsparung, Kostensenkung und mehr Klimaschutz, mit dem Sie natürlich auch bei Ihren Kunden und nicht nur bei denen, die Sie bezahlen müssen, die Energieversorger, können auch bei Ihren Kunden mit dieser reduzierten, mit diesem reduzierten Fußabdruck Ihres Unternehmens im Interesse des Klimaschutzes offensiv in die Werbung gehen. Auch dabei unterstützen wir Sie,
im Hinblick auf Nachhaltigkeit und ein ganzheitliches Unternehmenskonzept. Mein Lieblingssatz habe ich immer drunter geschrieben, der wurde schon dreimal gelöscht, ich lasse ihn immer gerne wieder auftauchen. Wenn Sie es nicht messen können, können Sie es auch nicht verbessern. Das ist nochmal der Appell, wir kommen, wir stellen zunächst fest, wie es wirklich aussieht. Und dann gucken wir, was wir durch Maßnahmen einsparen können. Und hinterher müssen Sie das nochmal prüfen, was es gebracht hat. So, jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Das will ich nur kurz anreißen. Die CO2-Abgabe ist in aller Munde. Ihnen ist bekannt, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe bepreist wird. Kosten werden steigen und verteuern die herkömmlichen Brennstoffe auch in Ihrem Unternehmen, wenn Sie nichts dagegen machen. Sie können sich einen Eindruck verschaffen auf der Seite des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Dort gibt es einen CO2-Preisrechner, damit Sie mal ein Gefühl kriegen, wie stark Sie sich dafür interessieren sollten, davon wegzukommen. Also Erdgas, Heizöl, möglicherweise Kohle, was ich hoffen will. Das ist einfach ein Instrument, um sich Sicherheit zu verschaffen, was in der Zukunft passieren wird. Das ändert sich vielleicht auch noch nach der Wahl. Da sind wir alle noch nicht ganz sicher. Ein Grund mehr, darauf zu achten, denn weniger wird es bestimmt nicht. Ich will auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass bevor wir in die Technik einsteigen, immer sehr stark bei den Kunden die Meinung vorherrscht, dass die Anschauungskosten dieser Systeme unglaublich wichtig sind. Das ist natürlich wichtig, denn man muss sie ja anschaffen. Wenn Sie aber als Unternehmen technische Systeme anschaffen, werden Sie kaum mit einem Koffer Geld zum Kunden, zum Auftraggeber gehen. In der Regel werden diese Systeme bezahlt und finanziert aus Rücklagen, Haushalten und so weiter. Das heißt, es verschmelzen die Betriebskosten, die laufenden, verbrauchsgebundenen Kosten mit den kapitalgebundenen Kosten zu einer monatlichen Gesamtbelastung. Wenn man das analysiert rückblickend, wird man sehr schnell feststellen, dass eine Anlage in ihrer Lebensdauer sehr viel mehr Kosten verursachen kann durch ihre verbrauchsgebundenen Kosten als durch die Anteile der kapitalgebundenen Kosten. Das ist ganz besonders bei energietechnischen Anlagen so, dass wir oft Verhältnisse feststellen von 20% Anschauungskostenanteil und ca. 80% verbrauchsgebundenen Kostenanteil über die Lebensdauer. Das sind dann in der Regel Nutzungsdauern. Da muss man auch ehrlich sein und sagen, Lebensdauer, Nutzungsdauer, wo ist da der Unterschied? Viele Anlagen werden ausgebaut, weil sie moralisch verschlissen sind. Da muss man sagen, die Lebensdauer wäre noch länger gewesen, aber das Neuere ist einfach viel besser. Das heißt, man muss auf Nutzungsdauer abstellen. Und trotzdem weise ich darauf hin, dass langfristiges Denken, was die verbrauchsgebundenen Kosten angeht, überwiegen sollte im Hinblick darauf, wenn Sie es mit den Anschauungskosten vergleichen. Das muss man vorher rechnen und da können wir Ihnen auch entsprechende Hilfestellung bieten, wo Sie das machen lassen können, wer Ihnen das machen lassen kann. Beim Anbieter selber ist immer so die Notlösung, kann man es auch machen lassen, aber da wissen Sie selber, was dabei rauskommen kann. Ich empfehle das sehr. So, natürlich nochmal ein Hinweis darauf, dass die Klimaziele mit Wärmepumpen erreichbarer werden. Das bedeutet, wenn Sie die Abwärme und die Umweltwärme aus erneuerbaren Energien nutzen, haben Sie natürlich eine starke Entlastung an Emissionen. Wenn Sie dann noch eine Antriebsenergie für die Wärmepumpen benutzen, die ebenfalls aus erneuerbaren Energien stammt, also durch entsprechende Stromtarife oder selber produzierte erneuerbaren Strom, dann haben Sie natürlich eine unschlagbare CO2-Bilanz. Das fließt wieder ein in den Part, damit können Sie werben und Ihre Kosten senken und Emissionsabgaben vermeiden. Deswegen haben wir es hier mal aufgelistet, können Sie sich angucken, die Wärmepumpe ist sehr, sehr klimafreundlich. Jetzt kommen wir zum Fachteil. Ich will das aber auch versuchen, nicht zu technisch zu machen. Wir werden das nicht ganz vermeiden können, aber ich will Ihnen kurz zumindest mal vorstellen, was eine Wärmepumpe eigentlich ist. Eine Wärmepumpe, was ist das? Wir kennen Luftpumpe, können wir in die Hand nehmen. Wir können eine Wasserpumpe in die Hand nehmen, aber eine Wärmepumpe, da brauchen wir einen LKW. Warum heißt das Wärmepumpe? Das ist eigentlich relativ einfach. Man kann mit einer Wärmepumpe eine Wärme auf ein höheres Temperaturniveau pumpen. Das macht eine Wärmepumpe. Dazu müssen Sie wissen, dass diese Wärmemengen nicht 1:1 von niedrigen auf ein hohes Temperaturniveau befördert werden, sondern es wird ein sehr breiter und umfangreicher Energiestrom auf niedrigem Temperaturniveau mittels einer Verdichtungsstufe auf ein hohes Temperaturniveau verdichtet. Diese Wärme wird dann im Betrieb, entweder zur Heizung oder in Prozessen, nutzbar gemacht. Wichtig ist bei einer Wärmepumpe, das Schema sehen Sie auf der Folie, wichtig ist bei einer Wärmepumpe, dass Sie wissen müssen, woher die Wärme kommen kann. Die
Die Wärme, die Sie nutzen, kann entweder aus erneuerbaren Energien aus der Umwelt stammen. Entweder Sie nutzen Erdwärme durch Tiefensonden, das sind Erdwärmetauscher, die in die Tiefe gebohrt werden, oder Erdflachkollektoren, das sind meanderförmige Rohrleitungssysteme, ähnlich einer Fußbodenheizung, die auch im Erdreich ca. 1 Meter, 1,20 Meter Tiefe vergraben werden. Und dann können Sie Erdwärme nutzen. Natürlich kann man auch die Außenluftwärme nutzen. In der Außenluft steckt jede Menge Potenzial, alleine durch die Sonneneinstrahlung, alleine aber auch durch die Abwärme, die zum Beispiel, die wir ja auch produzieren, die ist immer noch da. Dissipationsarbeit, wir zerstreuen tagtäglich Unmengen von Energie. Die können Sie mit Außenluftwärmepumpen im Sinne einer globalen Wärmerückgewinnung zurückholen. Und damit haben Sie eine sehr hohe soziale Gerechtigkeit, weil jedem das möglich ist, Außenluft zu schnappen mit Wärme. Und wir haben vor allen Dingen den Vorteil, dass die Wärmequellen Erschließungskosten vergleichsweise zu Erdsondenanlagen oder Erdkollektoren oder etlichen anderen aufwendigeren Wärmequellenerschließungsanlagen sehr viel günstiger sind. Denn die Außenluft ist nun mal da. Kleiner Wermutstropfen. Leider ist es im Winter kalt und dann, wenn wir Wärme brauchen im Winter zum Heizen, ist die Außenluft nicht immer die ideale Wärmequelle. Da muss man dann wirklich ganz vorsichtig sein. Aber wenn ich zum Beispiel im Sommer Wärme brauche für einen Prozess oder ich habe sogar Abwärme aus Kühlung und Klimaanlagen, dann kann ich natürlich diese Abwärme durch Luft auch wieder nutzbar machen. Je höher das Potenzial der Wärmequellentemperatur ist, desto besser kann eine Wärmepumpe laufen. Das ist letztendlich auch der prozessbestimmende Parameter. Wir sind im Wärmepumpenbereich immer auf der Suche nach der wärmsten Quelltemperatur und der niedrigsten Senkentemperatur. Je höher die Quelltemperatur ist und je niedriger die Senkentemperatur ist, desto höher ist der Wirkungsgrad der Wärmepumpe. Der Wirkungsgrad heißt im Wärmepumpenfachjargon Coefficient of Performance. Das ist die Leistungszahl. Die drückt aus, ein wievielfaches an Wärme eine Wärmepumpe in der Lage ist, bezogen auf die eingesetzte Elektroenergie zu produzieren. Ganz klar, je mehr Wärme sie machen kann, desto höher ist der COP. Und darauf kann man achten. Und ich gebe Ihnen nachher noch einen Tipp, wo Sie das nachlesen können, dass das qualitätsbestimmte Merkmal einer Wärmepumpe, zumindest im Prospekt, was dann letztendlich daraus gemacht wird, in der Anlagentechnik, im Feld, vor Ort, wird noch von anderen Faktoren bestimmt, wie zum Beispiel die Planung. Das heißt, die Übertragungsflächen müssen geplant werden, die Einsatzmöglichkeiten in den Prozessen oder in den Gebäuden müssen geplant werden und das Ganze muss auch noch gut eingebaut werden. Und nur wenn alle drei Faktoren zusammenkommen, ein gutes Produkt, eine gute Planung und ein guter Einbau und ein systemgerechtes Benutzerverhalten, das muss man auch noch sagen, dann ist das Gesamtergebnis ein gutes. So, jetzt haben wir ja viel drüber gesprochen. Wir haben das Ganze dann technisch noch ein bisschen stärker ausgeführt. Ich habe gerade wieder Probleme. Da sehen wir jetzt nochmal den wirklichen Prozess aus dem Lehrbuch, den Wärmepumpenprozess. Das heißt, wir haben einen Verdampfer, der nimmt die Umwelt- oder Abwärme auf. Das ist in der Regel ein Wärmetauscher, entweder ein Plattenwärmetauscher oder ein Lüftungswärmetauscher, Abwasserwärmetauscher. Alle möglichen Wärmetauscher sind geeignet, Abwärme aufzunehmen, entweder aus Prozessen, aus der Umwelt oder aus der Erde. Im Verdampfer wird die Energie aufgenommen, wird in den Verdichter geleitet. Der verdichtet diesen breiten, niedertemperaturigen Energiestrom auf einen schmaleren, hohen Temperaturniveau Energiestrom, der dann im sogenannten Kondensator in der Wechselwirkung mit dem Wärmeübertragungsmedium die Wärme abgibt. Das können dann zum Beispiel Heizkreise sein, das können Lüftungsheizgebläse sein, das können auch wieder Plattenwärmetauscher sein. Da kann man auch sich wirklich dran abarbeiten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, und dann fließt das Kältemittel im Prozess wieder zurück in so eine Art Sprühkopf auf einer Spraydose. Das wird wieder flüssig in den Verdampfer eingespritzt, nimmt wieder Wärme auf aus der Erde, aus der Umwelt, aus der Abluft, verdampft, geht wieder in den Verdichter, ist ein Kreisprozess aus 4 Anlagenbestandteilen. Das vielleicht nochmal hier an der Seite, ohne dass wir jetzt über Druckdifferenzen und Enthalpien reden müssen. So, nächste Folie hatte ich schon gesagt, Leistungszahl ist ein bisschen dröge, drückt also aus, der Wirkungsgrad, die Leistungszahl, wie viel Wärme oder wie viel Wärmeleistung wird auf eingesetzte Antriebsleistung erzeugt. Je höher die Leistungszahl, desto besser arbeitet ein Wärmepumpenprozess. Abhängig zur Erinnerung von der Temperatur der Quelle, von der Temperatur der Senke. Ganz wichtig. Wir können das mal zeigen, warum das so wichtig ist. Es gibt theoretische Leistungszahlen von Wärmepumpen, die nur auf den Temperaturen der Quellen und Senken basieren.
und es gibt reale Leistungszahlen von Wärmepumpen. Warum gibt es dazwischen eine Differenz? Weil wir keine unendlichen Wärmeübertrager haben. Das heißt, baulich bedingt können Wärmepumpen nur bestimmte Größen von Wärmeübertragungsflächen aufweisen. Und dadurch kommt es immer zu einer Temperaturdifferenz, sowohl auf der wärmeaufnehmenden Seite als auch auf der wärmeabgebenden Seite. Durch diese Temperaturdifferenz, die baulich bedingt ist, und interne Verluste, die auch noch dazukommen, weichen die realen Leistungszahlen von den theoretischen Leistungszahlen etwas ab. Sie sehen das hier in den Kurven. Die blaue Kurve ist der theoretische Prozess. Die realen Wärmepumpenleistungszahlen liegen etwas darunter. Qualität? Bei Wärmepumpen erkennen Sie an großen Wärmetauschern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein großer Fehler, den man machen kann, zu kleine Wärmetauscher zwingen die Prozesse in zu hohe Temperaturen. Wir haben zu hohe Temperaturdifferenzen. Sie lassen viel vom eigentlichen Potenzial liegen. Das muss man beachten. Ein guter Planer bzw. Anlagenhersteller wird das berücksichtigen. Im nächsten Punkt möchte ich Ihnen mal die Seite vom Wärmepumpentestzentrum in der Schweiz in Buchs ans Herz legen. Dort werden an der Hochschule, an der Eidgenössischen Hochschule, regelmäßig in Prüfzyklen alle Wärmepumpen am Markt für alle Wärmequellen, für alle Wärmesenken getestet, auf eigenen unabhängigen Prüfständen. Die werden sowohl auf Schall gemessen, die werden auf Leistungszahlen gemessen, auf Leistungen gemessen. Den Link in der Folie können Sie jederzeit anklicken, wie auch alle anderen Links in unserer Präsi. Dort können Sie sich wirklich unabhängig ein Bild verschaffen, wie die Leistungszahl von Wärmepumpen und die Schallwerte und die Heizleistungen tatsächlich sind. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Hinweis, denn wenn Sie zur Stiftung Warentest gehen oder anderen Tests, kriegen Sie manchmal so ein bisschen verzerrte Eindrücke. So bin ich wissen, da fehlen dann Anlagen oder die Ergebnisse decken sich nicht mit der Praxis. Es gibt wirklich eine sehr gute Seite beim Wärmepumpentestzentrum in Buchs. Können Sie sich angucken. Dort sind fast alle Wärmepumpen bis 50, 65 kW sind dort geprüft auf Herz und Nieren. Ich glaube, 4 Testdurchläufe im Jahr machen die für alle marktüblichen Wärmepumpen. Schauen Sie sich das an. Das ist das Kriterium. So, dann würde ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass natürlich die Leistungszahl so ein Hype ist. Man mag die gerne vergleichen, so wie die Leistung Ihres Autos. Am Jahresende heißt es aber, was hast denn du für Sprit bezahlt? Und da spielt die Leistung dann relativ geringe Rolle. Denn viel wichtiger als die eigentliche Leistung ist ja das, was die Anlage verbraucht übers Jahr. Das kommt bei Wärmepumpen in der Jahresarbeitszahl zum Ausdruck. Das bedeutet, der Mittelwert aller Leistungszahlen im Jahr bei allen verschiedenen Quelltemperaturen und allen verschiedenen Senkentemperaturen bildet sich ein Mittelwert im Jahr. Und der Mittelwert dieser Leistungszahlen über das Gesamtjahr ist die Jahresarbeitszahl. Das, was wir am Gartenzaun gefragt werden, und was hat das Ding verbraucht? Ja, dann gucken wir und gucken auf den Zähler und sagen die Gesamtenergiemenge, die die Anlage verbraucht hat. Und dann gucken wir auf den Wärmemengenzähler, was die Anlage gesamt an Wärme oder Kälte produziert hat, setzen das in Verhältnis. Wir kennen es von Heizkesseln, früher Jahresnutzungsgrade gewesen. Für Wärmepumpen heißt das Jahresarbeitszahl. Das ist letztendlich das, was dem Benutzer oder dem Unternehmen am Jahresende an Kosten bevorsteht. Jahreszahlen, ganz wichtig, sind nicht vorherstimmbar. Sie werden vom Benutzerverhalten genauso wie von den veränderlichen Senken, Quell- und Senkenwerten beeinflusst. Wir gehen als nächstes nochmal kurz darauf ein, wie sich die Technik verändert hat. Wir haben also noch vor gar nicht langer Zeit, so ein bisschen über 10 Jahren, Leistungszahlen bei Solewasserwärmepumpen von ein bisschen über 3, bei Luftwärmepumpen von deutlich unter 3 gehabt. Die Hersteller haben ihre Hausaufgaben gemacht, entsprechend der Nachfrage auch entwickelt, viel Geld da investiert. Und wir sind heute um circa 1 bis 1,5 Jahresarbeitszahlen höher. Das heißt, die Anlagentechnik ist sowohl besser geworden, als ich auch denke, die Planer dieser Anlagen haben die Schwachstellen erkannt und einiges verstanden zu vermeiden an möglichen Fehlerquellen. Das ist ein Trend, der wird sich fortsetzen. Die Innovationen in der Industrie sind nicht aufhaltbar. Das geht weiter. Das ist jetzt wieder was ganz, habe ich eigentlich schon gesagt, je wärmer die Quelle, je kälter die Senke, so höher ist die Leistungszahl. Können Sie sich nochmal in Ruhe angucken. Wenn ich das erkläre, brauche ich noch eine Viertelstunde. Da würde ich jetzt mal sagen, wir geben ein bisschen Gas, damit wir zum Ende kommen, zum interessanten Thema Wärmepumpen, Fördermittel.
Das zeigt rechts auch nochmal kurz, wie die Jahresarbeitszahl den Durchschnitt der Leistungszahlen bildet und worauf es dabei ankommt, wenn Sie die erreichen wollen. So, hier haben wir nochmal ganz kurz alle möglichen Quellen für Wärmepumpen aufgeführt. Ich habe es vorhin schon kurz angerissen. Überall, wo Sie Energieströme, derer Sie umsonst habhaft werden können, vorfinden, sollten Sie sich Gedanken machen, kann ich mich damit nicht bereichern durch eine Wärmepumpe. Das kann Abwärme sein, die bei Ihnen vielleicht noch ungenutzt durchs Dach weggeblasen wird. Das kann aber auch Abwasserwärme sein, die vielleicht sogar an der Grenztemperatur der Einleitbedingungen abgegeben wird. Das können natürlich auch Abwässer sein, wie ich eben schon sagte, oder mechanische Abwärme aus Kühlmaschinen. Das kann auch Erdwärme sein über Flachkollektoren, Tiefenbohrungen. Man kann sich fast alle Wärmequellen mit Wärmepumpen erschließen, wenn man denn weiß, wohin man mit der Wärme will. Das heißt, Sie brauchen natürlich auch eine Senke für die Wärme, die Sie dann produzieren. Es hat ja keinen Sinn, im Sommer Abwärme zurückzugewinnen, aber keine Wärme zu brauchen. Da muss man dann schauen, ob man entweder mit einer Wärmepumpe oder mit einer reversierten Wärmepumpe arbeiten kann. Denn man kann auch mit einer umgekehrten Wärmepumpe, also thermisch angetriebener Wärmepumpe, Kälte erzeugen. Das ist ein anderer Part, haben wir in einem anderen Stammtisch nochmal drin. Da geht es dann um solche Systeme wie Absorptions- und Adsorptionswärme. Ja, und nicht zuletzt können Sie natürlich auch Eisspeicher anlegen als Wärmequellenanlagen oder in kalten Nahwärmenetzen Energie zu den Wärmepumpen führen. Das kann man auch in Verbund mit Solarsystemen machen. Das muss man sich wirklich angucken. Das sind echte Standortfragen. So, jetzt immer kalte Nahwärmenetze habe ich gesagt. Klingt ein bisschen widersprüchlich, will ich jetzt auch nicht weiter eingehen. Aber es ist eine Möglichkeit, eine Wärmequellenanlage mit vielen Wärmepumpen zu teilen. So dass nicht jede Anlage eigene Sonden braucht oder eigene Wärmequellenanlagen, sondern über ein Netz diese Energie jeder Wärmepumpe bereitgestellt werden kann. Das ist ganz wichtig, wenn Sie mit Wärmepumpen in Siedlungen arbeiten wollen, zum Beispiel. Hier ist mal am Beispiel eines Herstellers, den ich willkürlich gewählt habe. Ich kann ihn gar nicht lesen. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Aber mal aufgezeigt, dass man tatsächlich im Bereich von 2 kW aufwärts bis zu 1000 kW Wärmepumpen antreffen kann. Temperaturniveaus, wie schon gesagt, von Niedertemperaturwärme bis hoch zu 95 Grad, fast an die Dampferzeugung heran, können Sie mit Wärmepumpen arbeiten. Können Sie auch als Vorstufe einsetzen, um als Grundlastwärmeerzeuger einzusetzen, dann die eigentliche Dampferzeugungsstufe entsprechend nur noch aufzusetzen. Das gibt also Möglichkeiten noch und nöcher. Für jede Anlagengröße gibt es spezialisierte Hersteller. Wir haben heute einen davon hier. Herr Lange wird dann nochmal von nachher die Anlagenmöglichkeiten der Firma Niebe vorstellen. So, das ist dann auch gleichzeitig das, was man in unserer Datenbank findet. Wir haben ein Effizienznetzwerk, wo wir die Wärmepumpenhersteller, so wie wir gute Erfahrungen mit ihnen in der Zusammenarbeit gemacht haben und bekannt ist, dass damit zufriedene Kunden arbeiten, haben wir die abgelegt, können sich informieren und entsprechenden Kontakt finden zu den Wärmepumpenherstellern. Hier sind interessanterweise auch 2 Hersteller aus Mecklenburg-Vorpommern dabei, nämlich die Firma Beglau und Firma Smart Heat aus Güstrow. Liebe ist natürlich auch dabei, aber kommt aus Schweden. Österreich ist auch ein starkes Wärmepumpenland, da gibt es eine Firma Ochsner und dann gibt es noch viele, viele andere, deren Vertriebler natürlich auch für Sie ansprechbar sind. Ich würde noch mal einen kurzen Exkurs machen, warum Wärmepumpen wirklich sinnvoller sind, als zum Beispiel darüber nachzudenken, mit Wasserstoff Wärme zu erzeugen oder Kälte zu erzeugen oder Strom zu erzeugen. Sie wissen, dass im direkten Vergleich mit einem eingesetzten Anteil von Energie Wasserstoff erzeugt werden kann, wenn dieser Energieanteil aus einer Windkraftanlage zum Beispiel stammt, wird über die Umwandlungsprozesse in Elektrolyseuren, Methanzwischenstufe, ein Blockheizkraftwerk, was Strom erzeugt oder eine Brennwerttherme, was mit Erdgas vielleicht sogar betrieben, mit Wasserstoff zum Beispiel getrieben wird, eine sehr starke eine große Verlustmenge produziert wird. Und wir haben also eine Herabsetzung der eingesetzten Leistung in drastischer Größenordnung. Das heißt, wir haben circa ein Drittel Leistung verloren durch diese ganzen Umwandlungen. Das heißt, nur ein Drittel der eingesetzten Elektroenergie, zum Beispiel einer Windkraftanlage, kann, wenn Sie Wasserstoff benutzen, genutzt werden. Wenn Sie mit einer Wärmepumpe arbeiten, können Sie aus der gleichen Windkraftanlage die dreifache Energiemenge produzieren, weil die Wärmepumpe 3/4 Umweltwärme oder Abwärme dazu nimmt. Das heißt, unterm Strich können Sie mit einer Wärmepumpenanlage die Leistung der Quelle verdreifachen. Wenn Sie Wasserstoff benutzen, dann dritteln Sie sie.
Das bedeutet im Umkehrschluss, wir bräuchten viel mehr Windkraftanlagen, wir müssten viel mehr erneuerbare Energie erzeugen, wenn wir wirklich Wasserstoff zum Heizen oder zum Kühlen einsetzen wollten. Das hält einem ernsten Vergleich nicht stand. In dem Sinne möchte ich nochmal darauf hinweisen, Wärmepumpen sind wirklich ein geeignetes Instrument, um unsere zukünftigen Probleme zu nutzen und Abwärme zurückzugewinnen. Wir haben nochmal einen Ausblick in die Richtung, weil Wärmepumpen war vorhin die Frage, welche Hindernisse gibt es, welche Probleme gibt es. Man muss nochmal dazu sagen, wir haben natürlich im Gesamtzusammenhang von erneuerbaren Energieanlagen kein einziges Anlagensystem, was alles kann. Wir müssen einen Verbund schaffen von Synergien, dass Sonne, Wind und Wärmepumpen sich ergänzen. Und da sind Wärmepumpen hervorragend geeignet, zum Beispiel überschüssige Windkraft zu nutzen, um sie in Speichern abzulegen, Wärmespeichern, Kältespeichern, so dass sie also Überleistung damit abfahren können. Und dazu kommt, dass sie mit den Wärmepumpen natürlich auch hervorragend im Sommer kühlen können, wenn es Kühlbedarf gibt, weil die Sonne scheint und den Strom erzeugt. Wenn Sie es mit einer PV-Anlage verbinden, hervorragende Kombination. Das bedeutet, wir müssen integrierte Systeme schaffen, die sich ergänzen dort, wo die anderen Teilsysteme möglicherweise Schwächen haben. Dem steht im Moment noch so ein bisschen in Deutschland etwas entgegen. Das heißt bei uns die ganze Abgabenseite, Steuerseite, Gesetzesseite. Ich will hier nochmal kurz, ja, das ist nochmal eine Folie, die zeigt, wie klimaneutral Wärmepumpen Wärmenetze machen können. Da gehen wir mal ein bisschen drüber weg. Ich will nochmal auf diese Hemmnisse kommen, für die Sie nichts können und die Wärmepumpenhersteller nichts können. Das Problem ist, dass die Kosten, die den Wärmepumpenstrom teuer machen, teilweise Abgaben enthalten, die bestehen aus Netzentgelten, EEG-Umlagen, manche sagen doppelte EEG-Umlage. Das verteuert alles die eigentliche systemdienliche Wirkung von Wärmepumpen und bringt sie an die Grenze der Wirtschaftlichkeit. Das hoffen wir, dass sich das in der Zukunft stark ändern muss und ändern wird, damit diese Technik auf noch breiterer Ebene eingesetzt werden kann. Gut, das wollen wir jetzt nicht thematisieren, das geht dann schon fast in Richtung Politik. Ich würde Ihnen jetzt zum Abschluss nochmal des Fachteils den Bundesverband Wärmepumpe ans Herz legen. Das ist eine Internetseite, die haben wir auch verlinkt. Da können Sie sich jederzeit auch informieren über Fachpartner. Da gibt es einen Schallrechner, Fördermittelberatung, Statistiken, Klimakarten. Eine sehr gute Seite vom Bundesverband Wärmepumpe, ist allerdings nicht ganz ohne Beteiligung der Hersteller am Start. Da müssen Sie auch drauf achten. So, jetzt kommen wir zum Teil Fördermittel für Wärmepumpen. Wie schon gesagt, die klimafreundliche Wirkung von Wärmepumpen ist hinlänglich erklärt worden. Natürlich gibt der Staat dafür auch Fördermittel in nicht unbeträchtlicher Höhe raus, sei es über die BAFA, über das neue BEG beziehungsweise die KfW. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ein Landesförderinstitut, in dem zumindest Wärmepumpen in der vergangenen Förderperiode Fördertatbestand waren. Und wir hoffen und gehen eigentlich auch davon aus, dass der Einsatz in der Zukunft ebenfalls gefördert wird. Fördermittel gibt es für Beratung, Planung, Errichtung, Prozesse, Anlagen, alles, was damit verbunden ist. Es gibt ein bisschen diffuses Bild. Man muss wirklich im Anwendungsfall genau hinschauen, welche Fördertöpfe sind geeignet, welche Anlagentechnik möchte ich einbinden. Und dann kann man einen ganz speziell zugeschnittenen so einen Förderscan machen, welche Mittel es gibt. Und das muss dann in der Wirtschaftlichkeit natürlich auch berücksichtigt werden. Ich würde jetzt mal exemplarisch ganz kurz noch die Förderprogramme vorstellen, die im Moment aktuell sind. Und zwar wären das... Ich drücke hier die ganze Zeit, es passiert nichts. Okay, jetzt ist es zu weit gegangen. Also, wir fangen mal an. Mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude, das geht es dann tatsächlich um Heizen oder Kühlen von Gebäuden, das ist weniger Prozess, das ist einfach Gebäudeversorgung. Da werden Wärmepumpen im Rahmen der BEG-Einzelmaßnahmen gefördert. Da können Sie bis zu 45% Fördermittel bekommen, von der Fachplanung bis zur Errichtung und auch Baubegleitung. Das ist dann im nächsten Falle genauso über die KfW mit einem Kredit möglich. Da können Sie einen Effizienzhauskredit beantragen. Da gibt es Fördermittel, auch bis an die 50%, wenn Sie dort über einen Tilgungszuschuss sprechen. Na, ich muss mal vorsichtig sein. Je besser das Haus wird, das muss man ganz klar sagen, je besser das Haus wird, desto mehr Fördermittel bekommen Sie, weil davon ausgegangen wird, dass Sie entsprechend auch mehr Kosten haben durch die Anlagentechnik. Das heißt, die KfW-Effizienzhauskriterien muss man beachten und die Förderhöhen korrelieren damit. Da
Das ist also tatsächlich von 15-25% Tilgungszuschuss in diesen Förderprogrammen enthalten. Fördermittel sind im Übrigen auch kumulierbar. Das heißt, Sie können sie mehrere Fördertöpfe beantragen. Und es wird dann darauf geachtet, dass die Gesamtförderquote die EU-Beihilferichtlinie nicht überschreitet. Die liegt momentan bei ein bisschen über 50%. Höher wird man nicht kommen. Nicht als Privatperson, auch nicht als Unternehmen. So. Dann haben wir als nächste Folie, die ich nicht aufrufen kann, vielleicht kann mir jemand helfen, haben wir nochmal die KfW-Fördertatbestände aufgelistet. Da ist eigentlich alles drin, was ein Gebäude energetisch beeinflusst. Das kann man alles fördern lassen. In der nächsten Folie haben wir am Beispiel der Heizungsanlagen einfach mal die KfW-Programme aufgeführt. Das KfW-Programm 153 für energieeffizient bauen oder das 433 für den Zuschuss Brennstoffzelle. Da müssen Sie sich auf der entsprechenden Internetseite einfach mal informieren, wenn Sie die Gebäudetechnik durch Wärmepumpen realisieren wollen. So. Da gibt es ein Merkblatt bei der KfW, wo man sich das dann angucken kann, zu jedem Kredit entsprechend sich beraten lassen. Das ist wichtig zu wissen, dass das über Ihre Hausbank beantragt werden muss bei der KfW. Das heißt, Sie brauchen in einigen Fällen einen Energieberater, der Ihnen sagt, wofür Sie es brauchen. Da können wir auch gerne bei Ihnen im Unternehmen drüber sprechen. Und dann müssen Sie entsprechend über Ihre Hausbank diese KfW-Fördermittel bzw. diese Kredite mit Teilschulderlass beantragen. In einigen Fällen gibt es nicht nur Teilschulderlass von Krediten, sondern tatsächlich auch Zuschüsse. Das entscheidet sich nach jedem Programm, das Sie beantragen. So, ja, hier ist nochmal aufgelistet, was ich vorhin schon sagte, 15-25% Tilgungszuschuss im Falle der KfW-Fördermittel. Das will ich jetzt nicht alles vorlesen. Wir gehen mal zum nächsten. Und das ist die Förderung für Unternehmen. Das bedeutet, wenn Sie nicht nur Gebäudeenergie durch Heizen oder Kühlen nutzen wollen mit Wärmepumpen, sondern auch zum Beispiel Prozesswärme aus erneuerbaren Energien mit Wärmepumpen einsetzen wollen, dann gibt es eigene Programme. Diese Programme gibt es dann auch wieder für Beratung, für Planung und für Umsetzung. Und die richtet sich tatsächlich nach der Größe des Unternehmens. Und dort sind es Fördermittel von 40-45%. Je nachdem, wie groß Ihr Unternehmen ist, entweder als Kredit mit Teilschulderlass oder als Zuschuss. Auch die Beratung wird entsprechend gefördert, ist allerdings gedeckelt, sodass man dort auch darauf achten muss, immer erstmal wichtig, alle Förderanträge zu stellen, bevor Sie mit etwas anfangen. So, dann haben wir noch Zuschüsse für energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen. Das ist dann auch wieder so eine Sache mit Abwärmenutzung, die man beantragen kann. Es gibt Möglichkeiten, Produktionsprozesse zu optimieren, indem man die Energieverluste reduziert. Alles, was man dafür investieren muss, ist förderfähig. Ich sage mal vorsichtig förderfähig. Ganz besonders, wenn es dann durch Technik ergänzt wird, die erneuerbare Energien nutzt. Da ist das Programm 295 der richtige Punkt, das Modul 4. Die Sachen sind verlinkt, Sie können sie anklicken. Und wenn Sie nähere Fragen haben, können Sie sie bei uns stellen, beziehungsweise bei anderen Fördermittelberatern, von denen ich dann im Anschluss gleich nochmal kurz was sagen werde. Im Beherbergungsgewerbe, wenn sich Hotels zum Beispiel dafür entschließen, ihre Klimafreundlichkeit zu verbessern, gibt es eigene Förderprogramme, die aus GRW-Mitteln zum Beispiel, Gemeinschaftsaufgabe Stärkung der regionalen Wirtschaft, herstammen. Die werden beim LFI in Schwerin beantragt, geht noch bis zum 30.09. Und dort können Sie natürlich auch zum Beispiel eine Wärmepumpenanlage für ein Hotel zur Förderung beantragen. Ist verlinkt, können Sie aufrufen oder stellen Ihre Fragen direkt bei uns. Beziehungsweise, wenn Sie aus dem Ostteil des Landes kommen und es für Sie ein bisschen zu weit nach Schwerin ist, können Sie in Stralsund stellen bei meinem Kollegen Herrn Borchert, der ebenfalls technischer Berater dort ist. Oder Sie gehen ins Landeszentrum für erneuerbare Energien. Auch dort haben wir ein Büro und arbeiten mit der Fördermittelberatung des Landeszentrums LEA zusammen. Das ist die Frau Beitz, die sitzt dort und berät ebenfalls Unternehmen, Kommunen und Bürger zu Fördermitteln. So, ich glaube, ich habe das mit der Zeit, ein bisschen drüber. Ich will nochmal abschließend das Fazit zusammenziehen, im Grunde genommen. Wärmepumpen sind klimafreundlich. Das hatte ich Ihnen schon gesagt. Sie vermeiden Emissionen. Entscheidend ist aber, wo die Antriebsenergie herkommt und welche Energieverbräuche Sie damit ersetzen. Das ist für die Emissionsbilanz im Sinne des Klimas wichtig. Das Zweite ist,
Wärmepumpen vernünftig hergestellt, gut geplant, gut eingebaut und sinnvoll benutzt, können deutlich Kosten sparen. Das hängt natürlich davon ab, inwieweit die Einsparung geht, ob Sie Abwärme, die Sie zum Beispiel an anderer Stelle bezahlt haben, einsparen, indem Sie nochmal einsetzen und ob Sie möglicherweise sogar selbst den Strom produzieren für Ihre Wärmepumpe durch eine Photovoltaikanlage, was auch immer Sie einsetzen mögen. Sie müssen aber wichtig, ganz wichtig darauf achten, dass die Systemeigenschaften von Wärmepumpen respektiert werden bei der Planung. Man kann mit Wärmepumpen vieles, aber nicht alles. Temperaturen war ein Stichwort im Publikum. Natürlich Quelltemperaturen, Senkentemperaturen. Das ist wichtig zu beachten. Der Planer muss das berücksichtigen, damit die Leistungszahl und die Jahresarbeitszeit zu einer hohen Wirtschaftlichkeit und einer kurzen Amortisationsdauer führen. Und nicht zuletzt können Sie mit Wärmepumpen natürlich viele alte Anlagen auch ersetzen. Das nochmal von meiner Seite aus, um Abgaben für Emissionen zu vermeiden, können Sie alte Ölheizungen oder alte Gasheizungen, können Sie, wenn Wärmepumpen geeignet sind, durch Wärmepumpen hervorragend ersetzen und sind die Kosten, die Sie für diese Abgaben dann hätten, los. Das macht Sie zukunftssicher und klimafreundlich. So, damit haben wir im Grunde genommen den Bogen geschlagen. Das heißt, ich will nochmal sagen, Sie können sich jederzeit bei uns nähere Informationen holen, sei es in der Mediathek auf unserer Website oder durch persönlichen Kontakt zu uns. Wir kommen gerne raus, beraten Sie in Ihrem Unternehmen, schauen uns an, was da geht und können uns eine Mail schreiben, rufen Sie uns an. Sie erreichen uns auf allen dargestellten Kanälen. Gut. Ich bedanke mich dann hier bei Ihnen im Saal für die Aufmerksamkeit und gleichzeitig auch bei unseren Online-Zuschauern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich würde dann zurückkehren zum normalen Ablaufprogramm der heutigen Veranstaltung. Das bedeutet, wir werden jetzt als erstes mal fragen, ob es von Ihrer Seite aus Fragen gibt. Und zwar zunächst mal ins Publikum. Haben Sie Fragen, die wir jetzt im Vortrag aufgeworfen haben? Haben Sie Anregungen, Anmerkungen? Gibt es aus dem Publikum Fragen zum Vortrag? Gibt es erstmal nicht. Das ist mir ein bisschen unheimlich, weil dann war es vielleicht ein bisschen zu ausufernd. Ich will das mal, gut. Dann fragen wir mal in den Chat rein und gucken mal in den Chat rein und fragen mal nach, was dort aufgelaufen ist. Gab es dort Fragen zum Vortrag? Sehe ich im Moment auch nicht. Dann bin ich auch erleichtert. Wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Können jederzeit auch Ihre Fragen nachträglich stellen. Das können Sie im Chat machen, das können Sie auch per E-Mail machen. Da sind wir jederzeit offen. Dann würde ich jetzt zwischen meinem Vortrag und dem nächsten Vortrag nochmal zwei Umfragen äußern lassen. Meine Kolleginnen werden das machen, und zwar für die Online-Teilnehmer. Sie sehen als nächste Frage, was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Vorteile einer Wärmepumpe? Da sind Mehrfachauswahlen möglich. Sie können also anklicken, A, die Nutzung erneuerbarer Energie, B, die Möglichkeit zu heizen und zu kühlen, C ist das Upcyclen von Abwärme, also Temperatur wieder erhöhen, D ist die Möglichkeit, CO2-frei Wärme und Kälte zu erzeugen, E sind geringe Wartungskosten und F ist die hohe Nutzungsdauer, wo man das denn schon vorher wissen kann. Ich schaue mal auf die Antworten. Die Antworten sind im Kommen, zumindest bei den Online-Teilnehmern. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung an diesen Umfragen. Wir werden das jetzt gleich nochmal dann auch hier im Saal besprechen. Ich denke, die Antworten sind da und deutlich. Das heißt, die überwiegende Mehrheit, 37% der Umfrageteilnehmer haben sich da, Nein. 37% haben sich dafür ausgesprochen, dass die Möglichkeit zur CO2-freien Wärme- und Kälteerzeugung wichtig ist. Das spiegelt guter Näherung wieder, was ich versucht habe vorher zu sagen, wie wichtig das Thema CO2-Emissionen und damit verbundene Abgaben in der Zukunft für Ihre Kostenbelastung, aber auch für die Akzeptanz Ihrer Unternehmen bei Ihren Kunden ist. Gefolgt wird das Ganze von Upcycling von Abwärme. Das heißt also, Sie können Abwärme tatsächlich damit nutzen. Sehr, ein sehr großer Vorteil. Und die Nutzung erneuerbarer Energie, die nichts kostet, ergänze ich mal in Klammern, ist ebenso wichtig. Der geringste Anteil hat die Möglichkeit, gleichzeitig zu heizen und zu kühlen, angekreuzt, was natürlich auch wichtig ist. Wartungskosten, habe ich erwartet, sind im Moment tatsächlich nur über die Langzeitkostenerhebung wirklich günstiger, muss man ehrlich so sagen. Und die hohe Nutzungsdauer, ja, die ist eigentlich gegeben, bloß das kann man natürlich schwer vorhersagen.
Das heißt, jetzt im Punkt der Umfrage, wie soll man die hohe Nutzungsdauer vorhersehen können? Ich bin sehr froh für Ihre Antworten und würde jetzt mal in den Saal fragen, sind Ihre Meinungen oder was jetzt aus Ihrer Sicht von dem, was Sie gehört haben, die Vorteile von Wärmepumpen? Können Sie das teilen, was hier gesagt wurde? Also CO2-Freiheit, Wärme und Kälte erzeugen, ist das für Sie genauso wichtig? Gefolgt von vielleicht dem zweiten Punkt, dass man Abwärme nutzen kann. Und der dritte Punkt war, erneuerbare Energie zu nutzen. Würden Sie das bestätigen? Ich sehe ein Nicken im Publikum. Dann können wir an der Stelle, wenn es keine anderen Vorteile gibt aus Ihrer Sicht, zum nächsten Punkt übergehen. Das ist dann die letzte Umfrage für heute. Und diese Umfrage möchte gerne ermitteln, ob Sie das Potenzial oder sogar schon eine Photovoltaikanlage haben, die zur Stromerzeugung dient und gleichzeitig einen Kühlbedarf. Das bedeutet, haben Sie eine Belastung durch Sonneneinstrahlung, die Sie zum Kühlen zwingt, und nutzen Sie diese Sonneneinstrahlung schon oder haben es vor zur Stromerzeugung mit einer Photovoltaikanlage? Dann nämlich, wenn Sie Ja beantworten oder B, Nein oder C, ich bin nicht sicher, gehen wir mal auf den Fall A nochmal ein. Wenn Sie Ja sagen, haben Sie ideale Voraussetzungen. Die Sonneneinstrahlung, die Ihre Kältelast erzeugt, zu nutzen, um die Energie mit einer Wärmepumpe in die Kühlung zu stecken. Das ist eine ganz gute Voraussetzung und wenn das so ist, sollten wir im Nachgang darüber dringend reden. Und ich sehe jetzt, dass wir in den Antworten der Online-Teilnehmer zwar die Aussage Nein bekommen haben, das heißt, es gibt noch keine Photovoltaikanlage, gleichzeitig eine Kühllast. Das bedeutet aber nicht minder, dass es vielleicht interessant ist, darüber dann mal zu reden. Rufen Sie uns an, wir kommen raus. Der zweitgrößte Teil hat gesagt, ja, es gibt Photovoltaikanlage und wir haben trotzdem einen Kühlbedarf. Dann kann man schon gleich in der Anlagenplanung oder Anlagenberatung gehen, mit welcher Anlage ist es möglich, dann den Kühlbedarf zu decken aus dem Sonnenstrom, den man erzeugt. Und der dritte Anteil, 11%, nämlich haben gesagt, es ist nicht sicher. Und ich frage jetzt nochmal ins Publikum, gibt es bei Ihnen in der Firma gleichzeitig einen Kühlbedarf und schon eine Photovoltaikanlage oder haben Sie die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage aufzubauen? Dann mit dem Ziel, die Kühllast durch eine Eigenstromerzeugung und Wärmepumpe zum Beispiel abzudecken. Gibt es da auf Ihrer Seite schon Anlagen oder haben Sie Potenzial dafür oder sehen Sie Potenzial dafür? Haben Sie darüber? Das haben Sie nicht. Ja? 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 Genau. Also es ist nochmal eine Frage gestellt worden. Ich will die mal wiederholen, weil die vielleicht nicht so deutlich zu verstehen war. Die Frage war, wie der Zusammenhang zwischen Sonneneinstrahlung und Wärmepumpe nochmal zusammenhängt. Ich habe das vielleicht mit ein bisschen vielen Worten durcheinander gebracht, aber ich will es nochmal präzise sagen. Wenn Sie eine hohe Sonneneinstrahlung auf Ihr Unternehmen haben, auf das Dach zum Beispiel, dann haben Sie in der Regel ein thermisches Problem. Das heißt, es wird im Gebäude auch warm. Dagegen gehen Sie in der Regel mit einer elektrischen Kompressionskältemaschine, so heißt das, was wir landläufig als Klimaanlage oder Kühlanlage bezeichnen, vor. Und diese elektrischen Kältemaschinen brauchen, können genau den Strom verbrauchen, den die Sonne ja einstrahlt. Das heißt, Sie können das Problem, die Wirkung mit der Ursache im Grunde genommen lösen. Dabei geht es nicht um die Module, die auf dem Dach liegen, sondern dabei geht es tatsächlich darum, dass Sie den Eigenstrom, den Sie aus der Sonneneinstrahlung erzeugen können, einsetzen können, um Ihre Kältemaschinen zu unterstützen. Beziehungsweise muss man genau hingucken, ob man jetzt über Split-Klimageräte im Bereich von wenigen kW redet oder ob man jetzt wirklich über industrielle Kältemaschinen mit bis zu 100 kW redet. Da muss man dann auch ganz realistisch bleiben, was möglich ist. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Möglichkeit, die Wirkung von Sonneneinstrahlung mit ihrer Ursache gleichzeitig auszugleichen. Also kühlen durch die Sonne, weil es heiß ist durch die Sonne. Das ist die Kernaussage. Ja.
Vielen Dank auf jeden Fall für diese Frage nochmal. Ich würde dann, wenn wir soweit sind, übergehen zu meinem Gast, zu meinem heutigen Gast. Und zwar ist das der Herr Dirk Lange von der Firma Niebe Systemtechnik, der uns heute unterstützt, unter anderem mit dem Engagement des Herstellers draußen. Ich habe schon gesagt, wir haben eine Ausstellung von Wärmepumpen. Die hat Herr Lange im Übrigen auch in Güstrow. Das heißt, Herr Lange kommt aus Güstrow, ist dort ansässig, vertreibt und baut von dort aus Wärmepumpen. Sie können sich die alle anschauen bei ihm in der Ausstellung. Und Herr Lange selber ist Gebäudeenergieberater, Sachkundiger für Wärmepumpensysteme und natürlich auch Techniker, Ingenieur, so dass Sie jederzeit auch bei ihm sich beraten lassen können. Herr Lange wird Sie dann bitten, Ihren Vortrag zum Thema Niebe Wärmepumpen natürlich. Welche Möglichkeiten, Anwendungsbeispiele gibt es von Ihren Wärmepumpen, ob das jetzt im gewerblichen Umfeld oder im Gebäudetechnikbereich ist, das sind wir gespannt von Ihnen zu hören. Und ich würde dazu jetzt mal das Mikrofon weitergeben an Herrn Lange. Super, stecken Sie in die Tasche. Jetzt bin ich, glaube ich, online. Muss ich mal anstellen? Nein. Es läuft, das ist super. Okay. Ja, dann schönen guten Tag, die Beteiligten zu Hause und hier vor Ort. Mein Name ist Dirk-Andreas Lange. Wie gesagt, ich bin seit 17, 18 Jahren mittlerweile für Niebe hier im Land tätig und plane und vertreibe und besuche entsprechende Planungsbüros, Installateure, Großhandelsunternehmen, die Niebe-Technik verbauen oder vertreiben, also handeln. Heute ist das Thema hier ja gewesen Bestandsanlagen oder vielmehr der Einsatz von Wärmepumpen im Gewerbe. Da ist das Thema noch verhältnismäßig frisch, ganz ehrlich gesagt, weil in der Vergangenheit wurden die großen Gewerbefirmen, allein auch, weil die hohe Temperatur natürlich im Bedarf ist, oftmals oder standardmäßig mit Gas oder Öl beheizt oder mit anderen Heizmitteln. Wärmepumpe im Gewerbe ist eher selten gewesen und kommt jetzt tatsächlich erst zum Einsatz ganz oft. Ich habe viele Projekte auf dem Tisch, wirklich viele Projekte auf dem Tisch, die genau dieses Thema behandeln, dass die Gewerbetreibenden oder große Firmen auch interessiert sind, die eigene Heizung umzustellen oder ein Energiekonzept umzustellen, was ja meistens sogar aus verschiedenen Wärmeerzeugern besteht, und entsprechend Wärmepumpen einzusetzen. Manchmal oder sagen wir mal häufig 50-50 ist es tatsächlich so, dass die Wärmepumpe in dem Sinne eine Grundlast machen wird. Und wenn ein hoher Energiebedarf mit hohen Temperaturen erforderlich ist, dann gibt es einen zweiten Wärmeerzeuger, der dann die Spitzenlast abdeckt. Weil in den Unternehmen, größeren Firmen, die ein eigenes Heizsystem haben, das eigene Heizsystem ja verteilt sind über mehrere Hallen und über ein Nahwärme-Fernwärmesystem. Und da ist es schon ein riesiger Aufwand, das jetzt sofort alles zu verändern. Was natürlich sinnvoll wäre, aber die Investition ist ja dann schon ganz klar auch ein Faktor zur Amortisation, weil Unternehmen rechnen halt anders. Ne? Also eine Firma, ach Quatsch, ein Einfamilienhaus ist halt viel einfacher zu handeln wie ein Großunternehmen mit Industriehallen und Bürotrucks und so weiter und so fort. Aber wir sind auf dem Weg, wir haben doch Einsatzmöglichkeiten, Abwärmenutzung, Wärmepumpensysteme bis 540 kW und diese ganzen Geschichten, das ist alles da. Luftwasser, Wasser, Erdwärme, wie gesagt, Abluft. Also wir sind dabei seit vielen, vielen Jahren und kümmern uns darum, das weiterhin nach vorne zu treiben. Nun muss ich gucken, das hat nicht funktioniert oder doch oder wie? Oder? Ich probiere mal. Manchmal nein. Okay. Gleich zum Anfang, ja, Niebe. Wer ist Niebe? Die Fachwelt kennt Niebe. Niebe ist ein schwedisches Unternehmen und in Schweden ist die Wärmepumpe Standard. Also in Skandinavien eigentlich, Wärmepumpe ist da nichts Neues. Das kennt jedes Kind. Und die Firma Niebe ist entstanden vor vielen, vielen Jahren damit, dass man Speicher gebaut hat. Der Namensgeber auch und Gründer von Niebe hieß Nils Bernerup. Und wie wir denken können, Nils Bernerup Niebe, hat er gesagt, okay, er nennt seine Firma Niebe und das ist auch ein Markenname, der mittlerweile weltweit schon
in dieser Sparte sehr bekannt ist. Was auch sehr wichtig ist, vielleicht für alle, die gerade für Unternehmer, die besten Aktiengesellschaft. Das heißt, wir sind sichtbar weltweit auf den Aktienmärkten und da kann man auch nachvollziehen, wer NIBE ist und was NIBE in den letzten Jahren, Jahrzehnten tatsächlich für eine Entwicklung gemacht hat und wo wir heute stehen. Die Hauptaktionäre, was natürlich auch sehr gut ist, persönlich finde ich das absolut, sind auch die Entscheider, die in der NIBE Geschäftsführung sitzen. Also wir haben keine, sag mal so, was heute ja ganz oft üblich ist, externen Investoren, die das NIBE-Geschäft übernehmen, sondern das sind alles Pioniere der Wärmepumpensysteme, die selbst die Firma tatsächlich leiten. Und das ist natürlich wichtig für die Konstanz und für die Entwicklung auch. Ne? Jetzt kann ich das wieder nicht. Mal weiterklicken, bitte. NIBE ist weltweit aufgestellt. Tatsächlich. Staat Skandinavien und mittlerweile breites Sortiment. Wir haben auch Marken, die unter dem NIBE-Dach sind, die in Deutschland auch bekannt sind, wie zum Beispiel die Firma Waterkotte oder Alpha Enotech oder Novelan. Das sind Wärmepumpenfirmen, die von NIBE übernommen wurden in den vergangenen Jahren und die zum NIBE-Konzern halt gehören. Aber international halt aufgestellt, ganz klar, ganz breit. NIBE produziert in Schweden, in Südschweden, ziemlich dicht von hier aus. Also wenn ich mit Kunden nach Schweden fahre zu NIBE, ist es immer, also Bayern ist weiter weg, sage ich mal so. Und da haben wir halt eine große Fabrikation, eine große Entwicklung, eigene Behälterbau, also Speicherbildung. Es wird Lackiererei, die Geräte werden da tatsächlich gebaut. Das ist keine Firma, die in der Regel dazu kauft. Einige Komponenten natürlich, ist ganz klar, aber die Hardware in dem Sinne wird da selbstständig erstellt und gebaut. So sieht das aus. Eins von den Werken, das ist das Wärmepumpenwerk in Madrid, gibt es tatsächlich drei Werke, aber NIBE hat nicht nur Wärmepumpen zu bieten, sondern auch noch zwei andere Geschäftsbereiche. Das eine ist Stoves, das sind Heizungskamine. In Nordeuropa Marktführer mit Abstand, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es noch ein NIBE-Element. Und NIBE-Element haben wir alle irgendwo bei uns zu Hause oder im Auto. Das sind einfach Heizelemente, die elektrisch betrieben werden, wie zum Beispiel Autospiegelheizung oder Waschmaschinenheizstäbe, Hochgeschwindigkeitszüge, diese Weichen, diese beheizten Weichen für den Winter. Also sowas macht NIBE alles weltweit und das ist ein anderer Geschäftsbereich. Mit dem habe ich aber nichts zu tun, das ist Industrieware. Ich bin hier um Wärmepumpen, Lüftungsanlagen und Photovoltaik in dem Sinne zu kümmern, was halt NIBE in dem Sinne vertreibt. Was ist das Thema? Geht nicht weiter? Mal klicken bitte. NIBE in Deutschland ist Celle, das ist von hier ziemlich dicht. 3 Stunden, nicht mal 2 Stunden, 2,5. Dann sind wir in Celle, das ist die Zentrale. Da arbeiten mittlerweile so circa 80 Menschen, die haben die Planung, den Kundendienst, alles organisiert, den Verkauf, alles drum und dran. Da ist sozusagen das Herz hier von NIBE in Deutschland. Modernisierung ist das Thema oder überhaupt Wärmepumpe im Neubau oder in der Modernisierung. Zum Anfang ist immer so, ich habe Neubau, da kriegt man normalerweise Pläne, weil Bauanträge gibt es ja überall. Dann hat man alles auf dem Tisch, man hat einen Wärmeschutznachweis und dann kann man da sich langhangeln und ausrechnen, wie der tatsächliche Bedarf für das Heizsystem ist und für die Warmwasserbereitung, eventuell Kühlbedarf oder andere Sachen, Poolheizung oder Fremdwärmeerzeuger, solche Geschichten kann man alles damit hinzufügen. Wichtig ist allerdings von vornherein und im Bestand viel wichtiger als im Neubau tatsächlich, weil man da selten gute Pläne hat. Und wenn, dann sind die halt 30 Jahre alt oder noch älter und stimmen eigentlich gar nicht mehr, weil die Wände verändert wurden oder sowas. Tatsächlich zu sagen, okay, was machen wir? Wie gehen wir daran, um entsprechend erstmal einen ersten Step zu machen? Um da die Daten aufzunehmen. Und das ist ähnlich im Neubau, ähnlich im Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder auch im Gewerbe. Weil prinzipiell geht es darum,
Was ist der Bedarf? Wie viele Heizkreise sind da? Wie sind die Temperaturen? Welche Wege sind da zur Verfügung? Welche Zuwegungen sind zu dem Heizraum? Ist da mit Öl oder Gas? Wie ist mit der Entsorgung? Das alles kann man sehr einfach zusammenfassen. Da gibt es auf der Nibe-Website, das ist nibe.de, gibt es entsprechende Checkliste, die kann man sich runterladen. Das ist ein PDF, das ist eine interaktive PDF. Und da kann man dann ja entsprechend erstmal für sich selbst immer so ein paar Sachen ausfüllen oder durchdenken und entsprechend dann ja entweder an mich oder an Nibe senden. Ich bin nicht im Land der Zuständige. lange@nibe.de, meine E-Mail, oder mv@nibe.de, kommt beides an. Und das ist erstmal der erste Step, um überhaupt Daten aufzunehmen. Idealerweise kennt man den Energieverbrauch. Das ist natürlich, wenn ich ein großes Unternehmen habe mit 20.000 Liter Öl oder 60.000 Liter Ölverbrauch, Heizölverbrauch im Jahr, nur ein Teil. Weil der Stromverbrauch für den Brenner und diese ganzen Geschichten, der ist natürlich nicht dabei. Ne? Das muss man alles dann im Zusammenhang sehen. Und letztendlich ist es so, je mehr Daten man hat und sammelt und sich mal eine Viertelstunde bemüht, um da wirklich aussagekräftig zu sein, umso genauer kann man tatsächlich eine Anlage auslegen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann geht es auch darum, behält man das Heizsystem, was da vorhanden ist? Strichpunkt hohe Temperaturen, oder erneuert man das oder aber erweitert man das? Da gibt es auch dann verschiedene Möglichkeiten. Bei Nibe ist es so, wir können Wärmepumpen bauen, wir bauen Wärmepumpen mit einer Vorlauftemperatur bis 75 Grad. Im normalen Heizsystem ist das vollkommen ausreichend. Im Einfamilienhaus E, das ist, dann reden wir von Fußbodenheizung in der Regel, da sind wir bei 30, 35, 40 Grad. Und bei Heizkörpern reden wir mittlerweile von 55, 50 Grad, 45 Grad, 60 Grad oder sowas. Also tatsächlich bei Luftwasserwärmepumpen ist es möglich, 65 Grad bei minus 25 Grad Außentemperatur zu fahren. Und zwar konstant. Das ist nicht ein Peak, das ist tatsächlich eine Temperatur, die aus der Wärmepumpe konstant rauskommt bei minus 25 Grad Außentemperatur. Und wenn denn tatsächlich der Bedarf höher sein sollte, weil hohe Hallen im Gewerbe sind oder Fabrikationswärme erzeugt werden muss, ja, dann muss man denn diese 65 Grad aufstocken auf ein höheres Temperaturniveau mit einem zweiten Wärmeerzeuger. Das ist ganz, ganz klar so. Tatsächlich in der Regel, aber ganz, also für die Beheizung, wenn wir nur von der Beheizung reden, ist es eigentlich, habe ich das tatsächlich noch nie gehabt, dass wir höher als 60 Grad mussten. Gerne. Ja, das ist tatsächlich das Kältemittel, das da technisch begrenzt ist. Und Investitionen der Anlage an sich, weil diese Fälle, die sind in der Vergangenheit eher tatsächlich selten gewesen. Nibe hieß früher mal Nibe Villa Wärme. Das kommt aus den, der Hauptpunkt bei uns im Bedarf war sozusagen das Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus. Das Gewerbe kommt jetzt erst. Das hat sich über die Jahre, gerade die letzten Jahre, sehr stark entwickelt. Nibe hat allein über 80 Ingenieure, die nur Entwicklung machen. Die gucken sich die ganzen Märkte weltweit an und der Bedarf ist ganz klar in diese Richtung. Und da geht es auch hin. Und unten in unserem Showtruck haben wir auch ein Gerät, was macht halt, das hat halt diese 75 Grad. Also das ist halt da. Aber das kann nicht von heute, man kann nicht klicken und dann ist das da. Ne? Also das muss natürlich cool sehen, das ist eine Entwicklungsgeschichte, das dauert so seine Zeit. Ne? Und wie gesagt, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhäuserbereich sind wir da seit vielen Jahren und auch gut am Markt. Aber dieser gewerbliche Bereich, der kommt tatsächlich noch. Und hohe Temperaturen in dem Sinne, zurzeit gibt es da tatsächlich eine technische Grenze. Das sind dann Anlagen, die als Einzelanlagen gebaut werden. Aber da gibt es Hersteller, die das tatsächlich anders machen. Die bauen riesige Anlagen als einzelne Anlagen für dieses Bauwerk. Nibe ist aufgestellt, wir haben ein Sortiment von Wärmepumpen, die den größten Teil des Marktes hat abdecken. Aber so spezielle Anlagen, speziell da hört es dann auf. Weil das sind einfach Großindustrieanlagen, da gibt es andere Hersteller, das muss ich ganz klar sagen.
Unser Schwerpunkt liegt im Einfamilienhaus, Mehrfamilienhausbereich und im Gewerbe in dem Sinne, der denn da handelbar ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir bivalente Anlagen, ganz viele Hybridanlagen mittlerweile, die auch hier auch förderfähig sind. Und da gibt es dann Umschaltungsmöglichkeiten, na klar, verschiedene, also als verschiedene Komponenten. Also ich sag mal so, es gibt da CO2-Einsparungen. Also jeder Brennstoff wie Strom zum Beispiel oder auch Gas oder Öl haben entsprechend CO2-Ausstoß. Und dann gibt es auch das Geld, was wieder Öl kostet oder ein Kubikmeter Gas. Und da kann man tatsächlich bei uns in der Steuerung einstellen, entweder gehe ich auf CO2, auf Wertigkeit, Bivalenztemperatur, das heißt, wann schaltet denn der nächste Wärmeerzeuger zu? Oder ich regle das so, dass tatsächlich das über den Preis geregelt wird. Ich gebe dann den Preis vor und dann steuert das System automatisch, okay, jetzt ist draußen minus 10 Grad, du brauchst jetzt da hinten 70 Grad. Der Anteil Gas ist jetzt tatsächlich sinnvoller zuzuheizen und die Wärmepumpe fährt dann entsprechend an Leistung runter. Das ist möglich. Das ist einfach nur eine Einstellungssache. Dann gibt es natürlich, was natürlich idealer wäre für das Klima, der Einstellpunkt CO2, Emission. Und da wird einfach nur Knopf gedrückt und dann geht es um die CO2-Emissionen, ist ganz klar. Es geht aber auch, das ist ein großes Thema, Steuerungstechnik ist ganz klar. Es geht ja um Internet, um die Vernetzung, um das Wetter, um den Wetterdienst. Das ist da, bei uns ist ein Bordmittel, die sind bei uns drin. Also ja, da brauchen wir kein Sonderzubehör, das ist halt eine Einstellungsgeschichte. Ne? Genau, aber soweit erstmal. Okay. Die eigene Technik ist klar, das haben wir schon gesagt. Wir müssen natürlich wissen, welche Systemtemperaturen denn da vorhanden sind. Und 55 Grad für Heizkörpersysteme. Wenn ich Luftheizer habe, Deckenluftheizer, dann kann ich höher fahren. Also ja, Heizlastberechnung ist ein großes Thema. 12.831, deutsche Norm, ja. Es ist eine tolle Norm und die ist auch absolut sinnvoll, aber leider wird die zu selten angewendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, naja, das bedarf natürlich eine große Übersicht, eine Aufnahme des Gebäudes gerade im Bestand und entsprechend jedes Bauteil muss ja dann UWert zugeordnet werden und der als Berechnungsgröße halt für die Heizlast der einzelnen Räume gilt. Es ist sehr genau, sehr toll. Aber der Aufwand wird meistens nicht gemacht. Was allerdings wiederum Fördervoraussetzung ist, wenn man eine KfW-Förderung haben will. Also man muss das immer sehen, es geht nicht darum, nur ein Heizsystem zu bauen, was entsprechend sinnvoll ist, wie eine Wärmepumpenanlage, sondern auch entsprechend dieses Heizsystem genau abzustimmen. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, egal ob Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Gewerbe, eine Heizlastberechnung, dann kriege ich ganz oft große Augen und sage, okay, was ist das? Ich habe jetzt ein Heizlastgerät gerechnet für ein Mehrfamilienhaus von 900 Quadratmetern und hier steht 26 kW. Was da rauskommt, inklusive Warmwasserbereitung, obwohl die Heizlast ist erst so viel Heizung. Und das, und wenn dann Heizungsbauer oder, ich sag mal so, wenn ich da rangehe und schätze, dann sage ich von vornherein, okay, ich brauche 50 kW. Aber das ist ja eben auch ein großer Investitionspunkt, ist ganz klar. Also wenn ich eine Erdwärmepumpe baue oder eine Erdsondanlage für 50 kW, dann sind wir bei Kosten von 70.000 Euro, schätze mal so über den Daumen. Bei 27 kW bin ich nur unter 30 kW, das ist eh besser. Und dann, naja, dann bin ich hierher bei 32 oder 33.000 Euro. Das sind Welten. Und also das zieht sich durch. Und das ist, bei kleinen Einfamilienhäusern ist es natürlich einfacher, ne? Weil die Wärmepumpen sind Drehzahl geregelt, Niebe fängt an, Standardgerät, Erdwärme, 1,5 kW bis 8 kW, so da drin ist es irgendwo, das passt schon, das Gerät an sich. Aber die Wärmequelle natürlich, bei Erdwärme, da brauche ich natürlich, ne, also da muss ich natürlich sehen, wenn ich dann nur 5 kW brauche, brauche ich 5 kW. Wenn ich 8 kW brauche, brauche ich 8 kW. Also so gesehen, das ist von der Gerätetechnik tatsächlich übersichtlich, aber die Wärmequelle ist halt das, bei Erdwärme das Entscheidende. Bei Luftwasser ist natürlich anders. Luftwasser ist auch Drehzahl geregelt, da stelle ich das hin und dann muss ich natürlich auf die maximale Leistung abstellen, auf den Bivalenzpunkt, das was sinnvoll ist, auf hohen Temperaturen und dann habe ich da entsprechend eine Dimensionierung der Wärmepumpenanlage. Natürlich. Ja. Ja, prinzipiell ja.
Also in Skandinavien wird das ganz oft gemacht. Ich habe mal einen Bauvorhaben gehabt in Malchow. Ist nichts geworden, ehrlich gesagt, auch schon viele Jahre her. Bundeswasserstraße 1 wollten wir einen Kollektor reinbauen. Haben wir eine Genehmigung gekriegt dafür, aber wurden nicht in die umgesetzt. Also es waren andere Gründe. Prinzipiell ja, aber so ein kleiner Teich, in der Regel, na gut, wenn die Frage ist, welche Leistung haben Sie da tatsächlich auf dem Haus drauf, was brauchen Sie für Leistung? Ein großer Teich. Aber so ein normaler Teich, der friert zu und das, was dann da drin ist, dann, naja, also das friert dann mit, ne? Also fließendes Wasser ist toll, oder halt größer halten, ne? Das muss ja wesentlich, wesentlich größer sein. Ne? Es gibt natürlich diese Eisspeicher, die in der Regel unterirdisch sind. Und da ist das natürlich anders. Da soll das ja zufrieren, um es mal so zu sagen. Aber das kommt mit einem anderen System wie ein Teich in dem Sinne. Ne? Und ein Teich ist eher die Frage natürlich der Größe, ne? Teich oder See oder wie auch immer. Ja, gibt es. Wir haben also Wärmequelle in Hamburg zum Beispiel, da gibt es so ein Gebiet, da gibt es so Schwimmboote oder Hausboote, genau, oder Hausschiffe, also ja. Und da sind Wärmepumpen drin und die haben tatsächlich unter dem Ponton da, haben die einen Wärmetauscher, der macht da drin, das ist ein Wasserwärmetauscher, ein reiner. Da gibt es Hersteller, die das anbieten, als wirklich durchkrümmter Wärmetauscher tatsächlich, der thermisch auch funktioniert, wie so eine Tonne, der kann man da machen. Andere Systeme sind zum Beispiel, dass man da unter halt per Aero reinbaut, aber da ist eine Geschichte Sicherheit und so, das ist natürlich ein anderes Thema. Also gibt so ein normaler Teich schwierig. Heizen können wir den Teich, aber macht auch keinen Sinn. Also Abdeckung und Isolierung, das ist eher, naja, wäre eher eine Verschwendung, muss ich mal so sagen. Gut. Weiter geht's. Nein. Geht nicht. Haben wir gehabt, weiter gehabt. Dankeschön. Ja, das Thema Heizkörper im Bestand natürlich, ne? Ja, es gibt am BWP zum Beispiel gibt es einen Heizkörperrechner, da kann man denn für sich selbst überschlägig jedenfalls erstmal, wenn man keine Heizungsrechnung hat, erstmal festlegen, okay, was habe ich für einen Heizkörper, was habe ich für einen Bedarf im Raum. Da gibt es eine vereinfachte Heizlastberechnung, das geht auch, der Raumweise. Alles Hilfsmittel, letztendlich sind das Sachen, die der Installateur oder ein Planer halt übernehmen sollte. Das ist, weil der muss dafür dann auch entsprechend gerade stehen, was er einbaut. Und es geht nicht nur um den Heizkörper, das muss auch dazu sagen. Im Gebäudebestand ist der Heizkörper ein Bestandteil des Heizsystems. Wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern. Nach der Wende wurden hier viele Heizungen neu gebaut. Das ist eigentlich unser Vorteil, ganz klar. Im Berliner Raum oder in Hamburg, wo ich auch ganz viel unterwegs bin, ist es tatsächlich so, da sanieren wir jetzt Heizungen, die sind ewig alt. Ne? Also da sind Heizkörperchen drin und da wurden Heizkörper angebunden mit einem 12er Rohr zum Beispiel. Also der Heizkörper ist erstmal zu klein, aber das Rohrsystem an sich muss auch betrachtet werden. Es geht nicht nur um tatsächlich den Heizkörper. Denn wenn wir jetzt ein Heizsystem einbauen, was vorher mit zum Beispiel 60 Grad betrieben wurde, aber auch mit 45 oder 50, sagen wir 50 Grad betrieben werden kann, weil die Heizkörper zum Beispiel das könnten, aber das Rohrsystem zu klein dimensioniert ist, dann wird das nichts. Immer so, weil, ja gut, wir wissen ja, also hohe Temperaturen, weniger Volumensprung, brauchen wir weniger Masse. Aber wenn wir niedrige Temperaturen haben, müssen wir natürlich mehr Wasser da durchschicken, um die gleiche Energie zu vertragen. Und das ist ein Knackpunkt, das muss man eben im Bestand genauer betrachten. Das ist wichtig. Wie gesagt, hier bei uns im Land ist es also wirklich also ganz, ganz selten so, dass man dass es nicht passt. Selbst die Heizkörper, die eingebaut wurden, ich bin seit kurz nach der Wende von der Fachschule hier jetzt in der Branche tätig und damals Heizkörper 100 Watt pro Raum, 10 Quadratmeter, 1000 Watt. Also Heizkörper viel zu groß damals gewesen. Dann kam Brennwerttechnik, bei uns war das so Brennwerttechnik, Gasbrennwerttechnik, sehr weit verbreitet, in alten Bundesländern eher nicht, das war ja hier viel früher, Fußballheizung ebenfalls. Da hat man ja schon die Heizkörper auf 55 Grad ausgelegt. Da war ja schon die Grundlage 55 Grad. Und selbst diese Auslegung wurde dann noch künstlich durch die Meister damals. Ist okay. Heute gut, aber damals noch mal 20-30% Aufschlag gewesen. Das kommt uns natürlich jetzt hier zugute. Das muss ich ganz, ganz klar sagen. Das ist sehr hilfreich. Auch haben wir hier im Einfamilienhausbereich oftmals im Erdgeschoss Fußballheizung, Obergeschoss Heizkörper. Also das
passt alles in der Regel zusammen. Dann haben wir meistens nur einen einzigen Heizkörper, der getauscht werden muss, um das ganze System halt am Laufen zu halten mit niedrigen Temperaturen. Wenn das denn so ist, oftmals brauchen wir überhaupt gar keinen Heizkörper tauschen. Und wenn, dann nehmen wir beispielsweise einer, der reinpasst, der eben von der Defensor-Skille, unserem Optik-Skille, ja, Design ist ja ein Thema, ne, ist ganz klar. Aber es gibt auch Aluminium-Heizkörper zum Beispiel, die sowas wie hier gewesen ist. Ja, egal. Da, und die haben, ja, die haben die Möglichkeit, wirklich mit viel tieferen Temperaturen halt fahren zu können. Das ist sehr, sehr wirkungsvoll. Sind auch sehr leicht, haben entsprechend Wassereinhalt, der auch geringer ist, aber die sind also ganz direkt auch, ne? Strahlen viel schneller und viel, viel, viel besser ab in dem Sinne. Heizkörper gibt es auch mit Gebläseunterstützung. Es gibt auch tatsächlich so Nachrüstsätze für bestehende Heizkörper. Manchmal, wenn es dann passt, da muss man gucken, dass man da entsprechend reingehen kann, um entsprechend ja Heizkörper nachzurüsten. Das ist aber theoretisch, sage ich mal so. Also ja, das wird gemacht, aber Also man muss da auch Strom hinbringen und so weiter und so fort und eine Steuerung. So praktisch ist das schon ein Aufwand, da kann man gleich sagen, bauen wir Abgebäude, ganz ehrlich gesagt. Weil Hilfsenergie brauchen wir ja da auch dazu. Ne? Bestandsgebäude, ganz klar, es gibt verschiedene Systeme, um nachträglich Fußballanlagen zu bauen. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren verstärkt Häuser, die jetzt übergeben wurden von Oma auf Enkelin oder so. Und dann wurde da dann komplett neues Heizsystem eingebaut. Der Vorteil dabei ist, Heizkörper im Bestand, Heizsystem im Bestand, Wärmepumpe, Förderung, wir haben mit dem Thema Förderung, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn ich eine einzelne Maßnahme daraus mache, ich wechsle die Heizkörper, die Wärmepumpe gegen Öl zum Beispiel, habe ich eine Grundförderung von 45% auf den Wärmeerzeuger und auf alles, was damit zusammenhängt und auch auf das, was da zu sehen ist, also Fußbodenheizung, Heizkörper, Installation, Kernbohrung, Elektroarbeiten. Alles, was mit dem Heizsystem zusammenhängt, ist tatsächlich mit 45% förderfähig. Habe ich einen individuellen Sanierungsfahrplan, nochmal 5% extra, 50%. Und das ist schon absolut toll vom Gesetzgeber, dass er da die Möglichkeit hat. Natürlich ist er auch gezwungen, das zu tun. Es gibt ja internationale Gesetze, ganz klar. Aber die Möglichkeit besteht und das ist sehr toll für viele Leute, die das halt umsetzen wollen. Und wenn man eine große Runde machen will, dann hat man als Wohneinheiten, Höchstsatz von 60.000 Euro. Und das ist halt die förderfähige Summe. Und wenn man da 50% kriegt, dann hat man 30.000 Euro auf die Hand. Und die kriegt man dann auch zurück. Ne? Natürlich schon sehr viel Geld, die man da einspart. Und gleichzeitig hat man ja ein neues Heizsystem, was man sowieso machen wollte. Und es ist eine Wärmepumpenanlage, ist ein absoluter Gewinn für das gesamte Gebäude. Erstmal eine Wertsteigerung und außerdem für die nächsten Jahrzehnte ein sicheres und gutes Heizsystem mit Primärenergiestrom. Primärenergiestrom haben wir vorhin gehabt. Wir haben alle Dächer. Na gut, okay, wir haben auch Bäume und Verschattung ist ganz klar, aber man muss nicht eine 20 kW Peak-Anlage auf dem Dach haben. Eine 3 oder eine 6 kW Peak-Anlage auf dem Dach ist schon vollkommen, also ist sehr, sehr hilfreich. Weil die Wärmepumpe ist dann nur ein Bestandteil vom Stromnetz, sage ich mal so. Wir haben ja überall Lampen und unsere Sachen, die wir überall rumliegen haben und die Kinder haben Smartphones, die alles zieht Strom, wissen wir alle. Elektroautos kommen, E-Bikes, ich habe selbst eins, also so gesehen, das ist alles da. Und deswegen Photovoltaikanlage in Verbindung mit der Wärmepumpanlage absolut sinnvoll, kann ich nur sagen. Das sind natürlich die Punkte, ja, das sehe ich immer wieder, wenn man sowas hat. Wie gesagt, förderfähig, 50% oder bei Öl und individuellen Sanierungsfahrplan. Oder wenn ich eine Gasheizung habe oder ich habe Einzelöfenheizung, dann sind das 35%, die förderfähig sind. Plus wiederum individuellen Sanierungsfahrplan, 5% extra auf 40%. Das sind auch Kosten, die förderfähig sind. Das gehört alles dazu. Ne? Muss man einfach dann entsprechend im Kontext sehen. Genauso das ist Standard. Also wir haben natürlich alte Systeme, das ist nicht schlecht, das war damals völlig in Ordnung. Aber ja gut, denn es ist ein Keller, denn die Isolierung ist teilweise gar nicht da. Vom Heizungsbauer kann man eigentlich erwarten, dass der nicht nur guckt, okay, ich baue jetzt mein System ein da und mache da einen Kugelhahn und baue da mein System drauf, sondern dass er sagt, okay, ja, hier, guck dir an, du hast hier keine Dämmung, hier fehlt das 3 Meter Dämmung. Wir möchten hier aber auch ein bisschen weiter den Blick haben und entsprechend das ganze Haus mit
geringem Aufwand, weil der ist ja schon da und die Kosten sind dafür natürlich in dem Sinne, in dem Zusammenhang auch, das gesamte System zu ertüchtigen, um ja, die Effizienz zu steigern, ne, im Haus. Das ist natürlich ganz wichtig, ja. Wasser, wenn eine Anlage da ist, mit hohen Temperaturen gefahren, dann gibt es da halt Schlamm und solche Geschichten. Ne. Das ist natürlich eine VDI, die entsprechend das Heizungswasser halt aufbreiten lässt. Also da gibt es Normen und Richtlinien dafür. Aber ein Magnetit oder Schlammerscheid, das ist heute Standard. Ne. Also das sollte man auf alle Fälle schon bedenken und einbauen lassen, auch entsprechend. Hydraulischer Abgleich, ein unendliches Thema, wie wir alle wissen, die unterwegs sind hier im Fachbereich. Schwierig und doch einfach. Mittlerweile gibt es Automaten, die einen hydraulischen Abgleich machen, eine Fußbeheizung auch, mit einer Temperaturdifferenzsteuerung am Heizkreis. Es ist ein Thema, womit man sich beschäftigen sollte, eigentlich muss, weil wenn man das richtig macht, mit geringem Aufwand, aber wirklich durchdenkt, dann kann man allein dadurch schon Energie sparen. Der hydraulische Abgleich heißt eigentlich, dass jeder Verbraucher, also jeder Raum oder Halle oder wie auch immer, den Volumenstrom an Warmwasser bekommt, der dafür ausreichend ist. Und nicht, dass der Erste zum Beispiel da 500% Überschuss hat und hinten ist es klamm, weil da kommt nichts mehr an. Deswegen kommunizieren Röhren. Wenn ein Widerstand ist, dann kommt das da hinten weiter an. Also man muss dann entsprechend vorne eindrosseln, so ein bisschen, jetzt mal ganz abgekürzt, ne? Vorne eindrosseln, wo der Bedarf nicht so hoch ist oder wo der Bedarf schon gedeckt ist, damit hinten dann entsprechend die hohen Temperaturen oder die ausreichenden Temperaturen auch schnell und in der richtigen Menge ankommen. Das ist so der ganz kurze Abriss dafür. Also groß ist ein großes Thema, ist ganz klar, weil im Bestand gibt es ja auch verschiedene Heizsysteme, also verschiedene Heizkreise. Und die Pumpen waren damals, also wir haben Umwälzpumpen, die haben damals 120 Watt gebraucht. Heute brauchen die 12 Watt, ne? Aber die sind natürlich auch kleiner. Der Volumenstrom ist halt ganz anders und die Empfindlichkeit ist auch anders, ganz klar. Deswegen wieder sauberes Wasser. Das hängt halt alles zusammen. Man muss da schon drauf gucken, aber das ist keine schwarze Kunst. Das ist völlig einfach. Und ein Heizungsbauer, die alle zur Schule gegangen sind, selbst die Gesellen, die wissen das alle. Also, ja, die können damit umgehen. Die wissen genau, wo die Wege sind, wo was ist. Und dann, also ein gut geplantes System in der Sanierung ist extrem wichtig. Aber es ist im Neubau genau das Gleiche. Ist auch bei der Gasheizung so. Es ist immer das Gleiche. Standard sozusagen. Bloß die Grundlagen, das muss man eben so weit einhalten. 2020F, das ist die Luftwasserwärmepumpe bei uns für die Sanierung und für Neubau. Unten im Truck ist die S2125, eine Erweiterung von dieser Wärmepumpe. Diese Wärmepumpe hat Feuertemperatur bis 65 Grad, die unten 75 Grad. Das ist die Wärmepumpe, die am allermeisten eingesetzt wird tatsächlich. Wir haben auch noch zwei andere Luftwasserwärmepumpentypen, die sind preiswerter, aber von der Effizienz her Standard wie die allermeisten im Markt, sag ich mal so. Die 2120, die hebt sich schon deutlich hervor durch die Leistungen, die da möglich sind entsprechend. Das ist ausgestiegen. Problem. So, hier haben wir zwei Leistungsgrößen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so richtig drauf eingehen, weil wir sind schon ziemlich weit. Ne? Also 8, 12, 16, 20 kW und dann in Kaskade neunfach. Da muss man dann entsprechend sehen, wie die Leistung ist. Wichtig bei Luftwasserwärmepumpen sind immer ganz klar der Geräuschpegel. Im Neubau gibt es hier ganz viele Gemeinden oder Bauämter, die kriegen dann einen Bauantrag vom Kunden, vom Hausbewilligen oder wie auch immer, vom Sanierer. Die sagen, okay, da kommt eine Luftwasserwärmepumpe rein, dann wollen die tatsächlich eine Schallleistungsberechnung haben. Die wollen dann, das Bauamt fordert dann eine Schallleistungsberechnung an dem Standort mit den Entfernungswerten. Gut, kein Problem, kann man machen. Gibt es beim BWP zum Beispiel einen Schallleistungsrechner oder man gibt halt die Tabellen weiter. Also das ist, muss man wissen, aber entsprechend kann man hier das sehen. In dem Sinne genau, das ist jetzt für 5 Meter gerechnet und da sind wir weit unter der Kurve immer noch, ne, im allgemeinen Wohngebiet. Reines Wohngebiet, also es gibt verschiedene, wissen Sie, lange, ne? Ja, ist klar. Okay, das sind die 2040 Luftwasserwärmepumpen.
Genau das gleiche Thema, verschiedene Typen, Anwendungsmöglichkeiten, die Innenmodule dazu. Hier gehe ich mal wirklich mal schnell weiter, weil Herr Rakel hat ein bisschen ausgeholt. alles gut. Ja. Also feine Technik, Hydraulikschemen. Wenn Sie sowas haben, in Güstrow ist eine Ausstellung, da ist alles vorhanden, die Geräte sind da. Und da kann man sich hinsetzen und in aller Ruhe einzelne Projekte durchsprechen oder aber gibt einen Kontakt und dann fahre ich zu Ihnen und berate Sie da vor Ort, nehme die Daten auf, das ist kein Problem. Größere Anlagen haben keine Kompaktmodule, die haben in der Regel Speicher oder auch ohne Warmwasserverwaltung oder nur Kühlung oder Heizung und Kühlen zur gleichen Zeit gibt es ja auch. Es gibt da einen Bauvorhaben gemacht mit einer, so einem Wohngeschäftshaus mit Ärzten und einer automatischen Roboterapotheke innen drin. Das war total spannend eigentlich. Und da bestand das ganze Jahr über Kühlbedarf tatsächlich. Und da haben wir dann zur gleichen Zeit Heizung und Kühlung gehabt und die Warmwasserbereitung. Das ist möglich. Und auch tatsächlich aktive Kühlung. Das heißt, da musste man wirklich mit 7 Grad drauf fahren. Und im Sommer dann wurden die Wartezimmer entsprechend noch passiv gekühlt. Also das ist ein großes Thema, aber das ist individuell von Fall zu Fall, muss man sehen. Also NIBE hat da ein ganz, ganz breites Regelkonzept. Wir können fast alles, ne? Muss man sagen. Ja, hier ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Kombination mit einem externen Kessel. Ich gehe hier weiter. Aufstellung. Ups, das geht wieder nicht. Doch, das geht's. Genau. Ja, wichtig, das geht, muss irgendwo stehen, und wenn es geht auch vor der Wand. Oh, jetzt geht's doch. Die Bilder sind ein bisschen unscharf, ne? Komischerweise, ja gut. Die Diskussion, ist eine Luftwasserwärmepumpe besser wie eine Erdwärmepumpe oder ist eine Erdwärmepumpe besser wie eine Luftwasserwärmepumpe oder? Schwierig zu beantworten. Wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben ein bisschen Glück, weil die Ostsee hier dicht bei ist und die im Winter ja warm ist. Warm zum Baden für mich immer zu kalt, aber energetisch schon warm. Und das strahlt aufs Land über. Wenn wir irgendwo in Bayern auf dem Berg sind, dann sind da minus 16 Grad als Norm Außentemperatur. Und hier haben wir dann minus 12 Grad oder an der Ostsee minus 9 oder minus 10 Grad. Das heißt, eine Luftwasserwärmepumpe ist hier schon sehr sinnvoll. Und wenn ich die 21-20 sehe und die gegen eine Erdwärmepumpe rechne, tatsächlich gibt es da kaum Unterschiede. Es geht ja immer darum, okay, wie ist der Energieverbrauch? Am Jahresende, was muss der Eigentümer halt hinlegen an Geld für die Heizkosten? Und bei der 21-20 ist es tatsächlich ähnlich wie eine Erdwärmepumpe. Nachteil ist, ich sag mal so ein Nachteil, klar, das ist ein Außengerät, die steht draußen und ist da und na klar, also geräuschlos ist es nicht, man hört das trotzdem, es ist sehr, sehr leise, aber es ist zu hören und man muss natürlich aufpassen, wie man es hinbaut, ne? Mittlerweile ist das aber tatsächlich, es ist kein Thema. Es ist also für uns jedenfalls kein Thema. Wir haben mit Lautstärke da in dem Sinne überhaupt gar kein Problem. Erdwärme wird ein Flächenkollektor gemacht oder entsprechend gebohrt. Und da sieht man gar nichts. Da hat man einen Hauswirtschaftsraum, da steht eine Wärmepumpe, die hat zum Beispiel 60 kW, sieht aus wie ein Kühlschrank, 16x60, 1,80 Meter hoch, fertig. Also das geht auch. Oder wir haben eine 10 kW Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung, also das ist alles schon integriert. Also es ist verhältnismäßig einfach. Es ist unsichtbar draußen. Das ist der Unterschied. Allerdings, wie gesagt, die Wärmequelle muss erstellt werden. Als Flächenkollektor oder Erdwärme oder auf dem Dach PVT-Kollektoren zum Beispiel, die dann Photovoltaik und Thermie als Wärmequelle dann kombinieren, was NIBE auch hat. Das ist der Punkt. Und das dann tatsächlich der Kostenpunkt. Da muss dann gesagt werden, okay, die Wärmepumpe tatsächlich kostet weniger wie eine Luftwasserwärmepumpe, also als Gesamtsystem, in der Regel jedenfalls. Aber die Wärmequelle kommt dazu. Und das ist dann der Punkt. Okay, ich muss Abstandsflächen einhalten und so weiter und so fort. Das beste System ist Erdwärme. Sag ich einfach mal so ganz stumpf hier rein. Ja, das beste System ist Erdwärme, weil eben diese Sachen da bedacht werden müssen. Luftwasser ist aber tatsächlich das mittlerweile mit Abstand am meisten verkaufte System. Ich glaube, mittlerweile 3/4 der Systeme sind Luftwasserwärmepumpen. Es gibt auch noch Abluftwärmepumpen, die wir seit Jahrzehnten im Programm haben auch und die auch seit 1.7. im Neubau komplett förderfähig sind über die neuen KfW-Förderungen. Übrigens EE, das ist das Neue, ne? Also du hast gezeigt hier KfW.
Also jetzt gibt es ja ab 1.7. neue Förderungen über die KfW. Da gibt es dann eine Ergänzung, das heißt dann KfW 55II zum Beispiel für erneuerbare Energien. Und da ist dann die Kreditsumme von 120.000 auf 150.000 erhöht worden und gleichzeitig der Tilgungszuschuss nochmal um 2,5%. Also in allen Klassen durchgängig, ne? Also 2,5% und dann halt 150.000 Euro pro Wohneinheit ist dann der Kreditrahmen ergänzt worden. Das ist Aufstellung nochmal für die Wärmepumpen. So kann es aussehen. Da ging das nicht, da konnte man die Wärmepumpe nicht direkt von Hauswirtschaftsraum stellen. Deswegen hat man dann im Nachhinein entsprechend einen Kasten drumherum gemacht. Wie gesagt, es muss passen. Man muss dann bei Luftwasserwärmepumpen oder bei Erdwärmepumpen, bei Wärmepumpen insgesamt immer sehen, okay, wo ist das System? Begehung machen. Aber die Installateure sind mittlerweile auch so fit, dass die schon wissen, worauf man achten muss. Und wenn nicht, ja gut, dann machen wir sie fit. Ne? Wir nie behaupt Schulungszentrum in Celle oder auch in Güstrow schulen wir die Leute. Und damit die auch wissen, wie man halt eine Sanierung macht. Weil die Sanierung ist tatsächlich, das entwickelt sich zum Hauptgeschäft. Der Neubau ist da. Also da gibt es seit Jahren ist die Wärmepumpe im Neubau die Nummer 1 in Deutschland, vor Gasbrennwert. Und in der Gebäudesanierung holen wir mit großen Schritten auf, was natürlich auch der Förderung bedingt ist, ist ganz klar. Aber wir haben das Klimapaket, ne? Und wenn wir genau hingucken, was das alles bedeutet mit CO2-Einsparung und alles, dann ist das ein absolut sinnvoller Punkt hier, den jetzt hier stemmen müssen und da stemmen wollen. Geht nicht. Ja, jetzt haben wir so ein paar Beispiele hier zum Schluss. Was sind da ja 36 schon ein bisschen drüber, ne? Ja, das ist ja zum Beispiel ein Beispiel, Einfamilienhaus. Wir sind jetzt vom Gewerbe so ein bisschen weg, muss ich gestehen. 145 Quadratmeter, 62er Baujahr, 24er Mauerwerk. Ist eher übersichtlich. Gibt es hier auch noch, aber meistens haben wir schon ein bisschen besseres Mauerwerk. Genau, Heizkörper sind da. 55, 45, kommt man klar. Wir haben hier einen Gasverbrauch von 42.500 Kilowattstunden im Jahr. Heißt das Ausrede von 16,2 kW. Eingebaut wurde denn eine Photovoltaikanlage mit 20 Modulen, also 6 kW Peak knapp, also ein bisschen mehr als 6 kW Peak. Und ja, und eine Luftwasserwärmepumpe mit einer Inneneinheit VVM 500, genau. Und da so sah es früher aus und so sieht es jetzt aus. Also letztendlich ist es auch eine Sache, okay, wie kalkuliert das als Installateur, weil die selbst, die Installateure, für die ist auch noch oftmals neu. Also ganz ehrlich, ja, die haben ihr Gas eingebaut, die wissen genau, die eine Gaskelme kostet, was weiß ich, in der Sanierung 6.500 Euro oder 7 und keine Ahnung, wie die Abgasführung noch ist und so. Also muss man sehen, aber hier sind doch die Wege zu beachten, wie kommen wir nach draußen, Kernbohrung, muss ich eine Erdleitung legen nach draußen, diese ganzen Geschichten. Wo kann die Erdsonde gebohrt werden? Also das ist ein größeres Thema tatsächlich. Aber nicht abschrecken lassen, das ist keine schwarze Kunst. Einmal machen, holt euch Hilfe, ich fahre selbst raus und berate die Leute vor Ort mit den Endkunden zusammen. Also so gesehen, einmal machen, dann ist das Geschäft der Zukunft tatsächlich. Hier wurden die Heizkörper gelassen teilweise oder auch getauscht. Gibt es ein BWP, genau, das sind die Schaltberechnungen. Wir dimensionieren tatsächlich die Wärmepumpenanlagen und da kommt auch ein richtiges Ergebnis raus. Ich muss dazu sagen, die Jahresarbeits-, also dieses, wir haben ein Dimensionierungsprogramm, ganz kurz nochmal. Das Dimensionierungsprogramm ist schwedisch, das heißt physikalisch. Die deutsche Norm, nach der die Jahresarbeitszahl berechnet wird, ist eine andere wie die physikalische, also die ist tatsächlich besser. Also was hier drin steht in der Berechnung, ist auch wirklich ganz nah an der Realität dran. Wenn man eine deutsche Jahresarbeitszeit rechnet mit den gleichen Daten, die man eingibt, ist die immer besser. Muss ja immer sagen, das ist deutsche Norm, die sind halt warum auch immer besser. Jahresgänge, okay, da müssen wir jetzt mal drüber weggehen. Ja, also jetzt kommt erstmal eine ganze Zeit Beispiele, die schon umgesetzt wurden. Einfamilienhäuser mit Öl oder Gas oder wie auch immer. Wurde gebaut und Luftwasser, Erdwärme mit Fußbodenheizung und so weiter und so fort. Wir haben, das ist auch wichtig, sehr schön, das hat nicht ganz funktioniert. Das Fraunhofer-Institut hat vor 2 Jahren so circa, ja, okay, so eine Aktion gestartet, dass man über einen Langzeittest Wärmepumpenanlagen Monitoring aufbaut. Und
zur Wärmepumpe im Bestand. Das ist total spannend. Wir haben hier in Mecklenburg einige Anlagen auch, die da mitmachen, die auch betreut werden. Und da ist ein ganz sehr umfangreiches Messmanagement dabei, das immer entsprechend abgefragt wird durch das Fraunhofer-Institut. Und die, da gibt es eine Auswertung, noch nicht, aber das kommt. Ich weiß nicht wann, aber es kommt auf alle Fälle in naher Zukunft. Und dann kann man sehen, tatsächlich, wie verhalten sich die Anlagen im Bestand. Genau. Ja, wir haben hier so ein paar Anlagen, die wir eingesetzt haben. Hier Erdwärme- oder Luftwasserwärmepumpen. Das ist eine spannende Sache, genau. Betriebskosten ist ein Thema, klar. Wir haben jetzt die CO2-Abgabe. Das Thema war ja schon, wie verändert sich das alles? Wir haben zu den nächsten Jahre Stand heute. In den nächsten Monaten Wahlen wissen wir, was da, wir werden sehen. Stand heute ist es so, wir haben eine jährliche Steigerung der CO2-Abgabe bis 2026, maximal 65 Euro. Wie gesagt, ob es so bleibt, wissen wir nicht. Tatsächlich ist es jetzt so. Und das Spannende dabei ist ja auch, dass wir, naja, wenn wir halt das umrechnen, sind wir irgendwie bei 7, 8 Cent auf einen Liter Öl. Und tatsächlich die Tanke, wir wissen Bescheid, na gut, das hat jetzt nicht nur mit der CO2-Abgabe zu tun, sondern auch mit dem Weltmarkt insgesamt, aber es ist schon spannend, was da passiert. Ne? Also, ja. Also, das sind immer so Mitnahmeeffekte, die dann weiterhin auch entsprechend bleiben. Wenn wir den Hallen einfach nur noch betrachten, tatsächlich ist es so, der CO2-Ausstoß natürlich mit der Wärmepumpe ist wesentlich geringer wie mit Öl oder Gas. Und wenn ich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe und die Energie dafür auch für die Wärmepumpe nutzen kann, dann sind wir gegen Null, ne? Ist ganz klar. Das kriegen wir rein praktisch kaum hin, dann müsste die Photovoltaikanlage halt schon sehr groß sein, ne? Aber wie gesagt, eine PV-Anlage, betrachten wir das nicht nur für die Wärmepumpenanlage. Die Primärenergie oder Sekundärenergie ist Strom, also Elektroenergie. Und die haben wir überall im Haus. Also PV ist schon extrem spannend und das wird auch sehr stark zunehmen. Und weiterer Effekt übrigens Kühlung bei Hallendächern. Erstmal klar, die Leute, die rennen da rum mit kurzen T-Shirt oder Oberkörper frei, weil da 35 Grad in der Halle sind. Haben wir eine PV-Anlage auf dem Dach und eine Kühlung, haben wir natürlich eine Kühlung. Und die Primärenergie ist auch dann da zur Verfügung. Aber der Nebeneffekt ist auch, dass ich ja eine zweite Dachhaut habe. Das heißt, die Sonne ist ja nicht direkt auf dem Dach drauf, sondern auf der PV-Anlage. Und allein das macht schon viele Grad Celsius aus, die die Halle gar nicht kühlen muss, weil da eine PV-Anlage drauf ist. Ne? Ja, da sind wir beim Thema wieder Photovoltaik. Ja, gerne. Ja, Fernwärme ist ein gutes Thema. Die Städte haben überwiegend Fernwärme. Das ist so. Das ist ganz klar. Wir haben ganz viele Blöcke und Fernwärmenetz. Das Fernwärmenetz ist vorhanden. Die Frage ist bloß, wie wird diese Fernwärme erzeugt? Das ist natürlich ein Thema. Es gibt auch noch Ölheizkraftwerke oder Gaskraftwerke und solche Geschichten. Da wird man ran müssen, das wird so sein. Aber in welcher Beziehung, na gut, also denn natürlich die Verteilverluste muss man auch dann alles sehen und die Zentrale da, also das ist schon enorm, was da tatsächlich verloren geht. Ne? Ja, Zwang in Anführungsstrichen. Aber ja, es ist so ein Wort, ja, genau. Ja, das ist ja, ist ganz schwer darauf zu kommen, genau. Ja. So. Wir können da unterstützen, das machen wir auch, aber natürlich sind wir keine Rechtsanwälte in dem Sinne. Ne? Das ist schon so. Ne? Aber klar, also letztendlich ist es wichtig, was für einen Primärenergiefaktor die Fernwärme hat. Wenn die wirklich auch aus erneuerbaren Energien ist, ne, und wir rechnen mal die tatsächlichen Verluste weg, ne, was keiner betrachtet, in dem Sinne, ist leider so. Das ist nicht ehrlich, aber das ist so und das bestehen die Netze und dann ist es nicht ganz einfach meistens, muss ich ganz ehrlich sagen. In Neubaugebieten ist es anders, da kann man eher einhaken. Aber wenn ich auf den Dreh gucke oder sowas, die großen Blöcke, ich meine, das ist schon eine Herausforderung, ne? Da eine Heizung zu bauen. Ne? Und das
das ist ein Weg. Ne? Also wir sind jetzt nicht hier und sagen, okay, morgen ist das alles da. Das ist für alle Welt ist es ein Weg, dahin zu kommen und dass wir dann sagen, okay, wir müssen halt die Fernwärme ja eben auch ökologisch machen, halt mit Strom erzeugen oder Wärmepumpen als Kombination bivalente Anlagen bauen, dass wir eine Grundlast fahren und dann nachher als Spitzennachterzeuger dann doch irgendwie den hohen Temperaturen brauchen, weil es geht ja auch um die Warmwasserbereitung. Also in den Geblöcken gibt es ja eine Warmwasserbereitung, da gibt es auch wieder andere Normen, DVGW, und da gibt es dann 60 Grad und diese ganzen Geschichten, die wir haben mit einer Zapfstelle. Das muss man alles in Zusammenhang sehen. Deswegen brauchen wir schon höhere Temperaturen. Und wenn wir denn noch das Verteilnetz haben, da kommt ja 20 Grad weniger an. Und das ist eben so ein Thema. Ne? Und da muss man dann sehen, okay, Dezentralisierung oder das ist ein großes Thema. Gerade in den größeren Städten. Berlin oder Rostock auch oder Schwerin auch. Das ist ganz, ganz klein bei Brandenburg. Also das ist selbst Güstrow. Also. Ja. Ja. Aber wir haben schon gemacht, wir haben Kombination mit Wärmepumpen gebaut, mit fünf Fernwärmenetzen. Da haben wir es aber sehr dezentral gemacht. Tatsächlich ist denn das Gebäude wurde nicht abgestellt von der Fernwärme, sondern da wurde die Bezugsgröße, also KW-Leistung reduziert auf das, was tatsächlich Bivalentpunkt war. Und die Grundlast fuhr dann eben die Wärmepumpe. Und dann kommt eben der Spitzenwärmeerzeuger Fernwärme und der macht dann eben entsprechend die Spitzenlast. Das ist okay, das ist völlig okay. Mehrfamilienhäuser mit Warmwasserbereitung, das ist unser Thema, da sind wir normgerecht, das haben wir alles, also so gesehen gibt es da verschiedene Möglichkeiten, genau. So, Förderung ist jetzt nochmal, geht nicht. Gut, das haben wir eigentlich schon, das haben wir eigentlich schon gehabt, so in dem Sinne, ne? Große Förderung, genau, KfW gibt es ab 1.7. jetzt eine neue KfW, das ist die erneuerbare Energieförderung, und dann gibt es auch keine Jahresarbeitszahl mehr als Bezugsgröße, was ich sehr, sehr schade finde eigentlich. Also sagen wir so, im letzten Jahr war das anders, da gab es eine Förderung für Wärmepumpenanlagen, wenn die eine entsprechende Jahresarbeitszahl der deutschen Norm erreicht haben, im Neubau. Und das ist bei Luftwasserwärmepumpen nicht einfach gewesen. Bei Luftwasserwärmepumpen gab es tatsächlich schon eine ganz geringe Anzahl von Wärmepumpenherstellern, die das geschafft haben, mit ganz geringen Anzahl von Wärmepumpentypen tatsächlich. Diese Hocheffizienz-Wärmepumpentypen. Die Standard-Wärmepumpen, die haben das nicht geschafft. Ganz klar, weil die Grundlage war, wir wollen eine hohe Effizienz haben, um entsprechend die CO2 einzusparen, möglichst viel. Ja, das haben sie leider abgeschafft, das ist zwiespältig. Gründe gibt es dafür vielfältigerweise, aber gut, müssen wir nicht drauf eingehen. Letztendlich ist es jetzt so, dass fast jede Wärmepumpe halt diese neuen Grundlagen halt erreichen kann, entsprechend diese jahreszeitbedingte Heizungsraumeffizienz, genau. Da gibt es dann ETA-Werte und die müssen erreicht werden und die sind entsprechend niedrig. Also Niebe ist da ganz weit weg. Also wir sind da viel, viel höher, wie das tatsächlich von das Gewehr gefeuert ist. So, und das ist eigentlich jetzt soweit. Ja gut, das sind diese ETA-Werte, genau. Ja, Förderung, Beispiele. Wir haben einen Förderservice auch tatsächlich, der dann auch das alles erledigt. Wir haben Prospekte. Also von der Sache her, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. Lange@niebe.de ist die E-Mail oder mv@niebe.de. Machen Sie einen Termin für die Aufstellung in Güstrow. Ich bin da, ich komme zu Ihnen nach Hause. Machen Sie, tun Sie. Wir sind auf dem gleichen Weg eigentlich. Wir müssen klimaneutral werden in naher Zukunft. Und zwar, naja, schauen wir mal. Dankeschön. Warte mal. Dann sage ich herzlichen Dank, Herr Lange, für Ihren Vortrag. Das war sehr informativ, auch mal etwas zu hören von Problemen und auch von Lösungen, die Hersteller im Feld antreffen. Und ich glaube, Ihr Name birgt für eine vernünftige Beratungsqualität. Mit Ihrer Erfahrung kann ich nur sagen, wer im Gebäudeenergiebereich Wärmepumpen vorhat einzusetzen, kann sich direkt bei Herrn Lange melden und wird sicherlich vernünftige Beratung bekommen. Innerhalb der Grenzen der Einsetzbarkeit der Wärmepumpen. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp von Ihnen, dass Sie mal Ihre Adressen und dass wir alles von Ihnen haben. Und wenn jemand von unseren Zuschauern Interesse hat, sich da beraten zu lassen, auch direkt über das Angebot der Firma Niebe, schauen Sie sich den Film an, den wir machen von dem Showtruck, fahren Sie zur Ausstellung zu Herrn Lange. Ich sage herzlichen Dank an der Stelle und
Wir würden dann im Grunde genommen, sind wir heute dann vom Ablauf her nochmal eine Frage in den Raum, aber ich denke, wir haben die Fragen, die es gab, schon während der Fahrt beantwortet, soweit es ging. Wir haben dann im Grunde genommen nur noch den Abgesang und das bedeutet Sie als Teilnehmer online. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie im Nachgang gerne per E-Mail oder direkt auch per Anruf bei uns. Vereinbaren Sie einen Termin. Wir kommen raus, das sagte ich schon. Ich würde dann nochmal auf zukünftige Veranstaltungen hinweisen. Unsere nächsten Stammtischtermine, die wir durchführen zu wechselnden Themen, sind am 31.08. zum Thema Energiemanagement und Gebäudeautomation. Das findet dann wieder als reine Online-Veranstaltung statt. Wir haben am 17. September auf der MELA im Rahmenprogramm, im Forum, einen Vortrag, ein Stammtischthema zum Thema Agri-Photovoltaik. Das heißt, wie können Freiflächenanlagen auf ehemals landwirtschaftlichen Nutzflächen doppelte Ernte für Landwirte erzielen. Und wir haben am 21. September einen Stammtisch zu Speichersystemen für elektrischen Strom aus erneuerbaren Quellen. Kann man auch im Zusammenhang mit Wärmepumpen betrachten, denn dann können Sie auch nachts heizen, wenn die Sonne nicht scheint. So, ich sage jetzt ganz herzlichen Dank den Teilnehmern hier im Saal. Herzlichen Dank. Tut mir leid, dass wir ein bisschen überzogen haben. Ich habe damit, glaube ich, den größeren Anteil gehabt. Das tut mir leid, aber ich freue mich trotzdem, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank und vor allen Dingen auch ein großer Dank für unsere Online-Teilnehmer und freue mich, dass Sie dabei waren und sage Dankeschön, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.